Willkommen zurück bei Lil Hope. Sorry, dass es ein paar Tage nicht mehr kam, aber ich brauchte eine Pause. Ich konnte keine langen Videos aufnehmen. Und jetzt bin ich auch wieder zurück. Ich bin zwar immer noch ein bisschen müde, aber ich denke, ich bin fitter als davor. Und jetzt können wir weiterspielen. Wir sind nämlich jetzt bei der zweiten Folge. Wer die erste Folge nicht gesehen hat, sollte sich die anschauen. Denn das ist ein Spiel, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Es ist ein Horrorspiel, okay? Also eine falsche Entscheidung kann für den Tod unseres Lieblingscharakters sorgen. Aber bis jetzt ist nichts Schlimmes geschehen, außer am Anfang. Aber das war normal. Wir machen aber heute weiter. Also für mehr davon, lassen wir oben da. Außerdem, laut der Statistik haben 60% der Leute, die meine Videos schauen, noch nicht unten kostenlos abonniert. Also falls du einer davon bist, schau nach, ob du es getan hast, dann ist es kostenlos und hier kommen täglich Videos hoch. Also, lass uns reingehen. Okay, Spiel allein. Warte mal, kann ich da anfangen, wo ich weitergespielt habe oder wie? Ich glaube ja, oder? Ist mein Spielstand? Ja, fortsetzen. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon. Stell dich mal vor, mein Spielstand war weg. Dann würde ich aber mega weinen. Okay. Ich weiß gar nicht, also ich kann mich erinnern, wir hatten einen Busunfall. Ja, genau, das reicht eigentlich. Ah ja, genau, dann gab es eine kurzhaarige Frau, glaube ich. Okay, ich komme gleich wieder rein. Ich meine, sehe ich so aus, als würde ich nicht gut ins Spiel reinkommen. Ich will das Spiel aber auf jeden Fall zu Ende bringen, weil das ist so ein Spiel, das... Ich hatte normalerweise, wenn ich dann so ein Story-Spiel ein paar Tage nicht mehr spiele, dann höre ich auch auf damit, aber... Ich weiß nicht, ich konnte das Spiel nicht so stehen lassen. Okay. Ein Haus. Interessant. Ah ja, genau, da waren wir. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Perfekt. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Tja, das stimmt. So, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Sie war ja anders angezogen. Ups, ich habe mich verdrückt. Beziehungsweise ich habe meinen Controller gegen den Tisch geschlagen. Ich weiß, ich bin ein Genie. Da ist ein Haus. Also ich persönlich bereue es ein bisschen, dass ich es auf PC gekauft habe, weil auf PC läuft es nicht so ganz episch. Ich habe das Gefühl, auf Konsole könnte es besser laufen. Ich weiß nicht wieso. Oh. Hörst du das? Was war das? Ich weiß nicht. Ist sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Ja, das denke ich eher weniger. Du hast recht. Ich hoffe auch, du hast recht, aber ich glaube nicht, dass du recht hast. Wolltest du kurz erwähnen? Oh! Siehst du das? Oh. Komm schon, Bro, ich habe mich noch nicht erholt, okay? Hoffentlich, weil sonst gute Nacht. Ich habe mich noch nicht genug erholt für sowas. Ich gehe einfach geradeaus, mir egal. Scheiß drauf. Was? Vielleicht sieht man von da oben mehr. Ja, so viel höher ist es jetzt auch nicht, Bro. Okay. X ist da, A ist da, B ist da, Y ist da. Man muss halt manchmal ganz schnell Knöpfe drücken. Oh, da leuchtet was. Das will ich bekommen. Untersuchen. Ghosts, Town of the Northeast. Okay. Ich lasse es erstmal durchlesen. Hier könnt ihr Pause sehen. Ich scroll ein bisschen langsam runter. Für die Leute, die es gerne lesen wollen. Ich lese es auch, aber im Nachhinein erst. Weil das im Video... Ich werde nur entspannt spielen und lesen ist für mich nicht entspannt. Sehe ich so aus, würde ich gerne lesen. Schau mich an. Sehe ich so aus. Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Nicht wirklich, Bro. Verwirrt, ängstlich. Also ich wäre ängstlich, wenn ich sie wäre. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Glaube ich nämlich auch, Lady. Dieser Ort ist furchtbar falsch. Auch wenn ich sie nicht so mag, die Angela. Was lauert dort? Beruhigend, rebellisch. Beruhigend, nee, beruhigend. Scheiß drauf. Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Danke für dein Interesse. Kein Ding. Also ich stehe übrigens auf jüngere Jungs, wollte ich nur kurz anmerken. Na, nicht so jung, aber ihr wisst schon. Gibt es so ein Trend, dass ältere Frauen auf jüngere Jungs stehen? Oder jüngere Männer? Alles klar, das war's auch mit dem Video. Ja, das war's auch mit dem Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's auch mit dem Video. Ich habe gar keinen Bock mehr. Oh Gott. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Okay, wir gehen einfach weiter. Also, stimmt, hier soll es ja anscheinend Dämonen geben. Genau, da ist mein Lieblingscharakter. Die rothaarige, die kurze haarige, rothaarige. Was? Ihr wisst, was ich meine. Das Ding ist, ich mag rote Haare bei Frauen. Ja, jetzt ist es öffentlich. Und ich mag auch kurze Haare bei manchen Frauen. Manche Frauen sehen echt gut mit kurzen Haaren aus, finde ich. Aber rote Haare bei Frauen ist immer so ein Ding gewesen bei mir. Ich habe eine Schwäche dafür.
Präsentiert die Hexe von Edmund, ein Drama, bla bla bla, ausgeführt in historischer Kleidung der Schule von Little Hope. Okay, sehr gut, vielen Dank. Was ist das genau? Ist das irgendeine Schulorganisation? Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Zufrieden, unsicher. Nehmen wir einfach mal unsicher, weil ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ja, irgendwie ich schon. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker. Also, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber, ja, ich wäre offen auf jeden Fall für was Neues. Mit einem jüngeren Typen. Okay, klar, Spaß, sollte aufhören mit den Witzen. Ich meine, kommt schon. Wir sind in einem Bus abgestürzt. Wir sind in einer verfluchten Stadt, so. Was bleibt mir übrig, außer Neues auszuprobieren, richtig? Okay, die folgen mir alle. Ich spiele das Spiel übrigens nicht mal auf der krassesten Grafik. Das Spiel hat eigentlich so eine... Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse kleine, gruselige Mädchen. Scheiße. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich stehe übrigens gerade. Wollte ich nur kurz anmerken. Hat irgendwie was im Stehen zu zocken. Da kann ich besser wegspringen, wenn ich mich erschrecke. Wisst ihr, was ich meine? Okay, da hinten ist etwas. Ich sehe etwas. Okay. Wieso folgen alle eigentlich mir? Bin ich irgendwie der Anführer oder so? Ich finde, das Spiel hat so eine geile Atmosphäre, ne? Das ist echt gut gemacht. Da vorne ist irgendwas. Ich habe das Gefühl, sie wird gleich verrecken oder so. Oh Gott. Wo lang? Keine Ahnung. Beeilen wir uns. Gute Idee. Wie recht du hast. Ich habe immer recht. Meistens zumindest. Vielleicht nicht immer, okay, aber... Schaut mal! Oh nein. Hey! Halt! Stopp! Oh no. Wisst ihr was? Was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Oh Gott, ja, mich auch. Ich habe keine Lust mehr. Was machen wir jetzt? Weiß nicht. Mann, das geht zu weit mit dem kleinen Mädchen, Alter. Ich regle das. Du regelst das? Hier. Du regelst was? Ich glaube nicht, dass die mit dir reden will. Mit so einem nerdigen Leder. Verständnisvoll besorgt. Ja, sei lieber besorgt. Sei bitte vorsichtig. Hä? Hey, Professor! Was? Man sieht ihn nicht mehr. Verdammt! Oh no. Genau das haben wir auch erlebt. Oh no. Was, wenn dem Prof was zustößt? Missbedingt. Belingt. Ja, machen wir belingt. Endlich unternimmt er was. Er hat die Leitung. Endlich tut er mal das Richtige. Ja, endlich mein Mann. Es stimmt, dass du dir Sorgen machst. Was ist das? Was fragst du mich? Höhnisch, du solltest gehen, bedrückt. Ich hätte gehen sollen. Höhnisch. Vielleicht hättest du mit ihm gehen sollen, anstatt darauf zu warten, dass jemand anders... So viele Wörter wie Höhnisch verwende ich gar nicht. Mach mal halblang. Ja. Du bist doch auch noch hier. Wir haben's verkackt. Nachtrag verzweifelt. Verzweifelt. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Mir reicht's für heute Nacht. Das glaube ich auch. Mir reicht es schon nach 8 Minuten Aufnahme. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Hm. Oh no. Hä? Alles gut? Hab mich verirrt. Hä? Du warst gerade wie vom Nebel verschluckt. Hast du das Mädchen gesehen? Ich konnte dich sehen. Vorhin. Schon merkwürdig. Ich konnte dich nämlich nicht sehen. Nackt oder angezogen? Deine Kleidung und Aussprache waren anders. Du sahst aus wie eine Schauspielerin in einem historischen Theaterstück. Oh, wir haben ja das Bild gesehen von damals. Das war bestimmt jemand anderes. Ich bin dein Lehrer, ich kenne dich, ich habe dein Gesicht erkannt. Wen immer du gesehen hast, ich war es nicht. Und jetzt Schluss, du machst mir Angst. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Ich habe nichts gesehen. Ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Ja. Scheiß drauf.
Ich gehe woanders lang. Das klappt doch nicht. Wieso versteht sie das nicht? Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Wir müssen aber... Ich gehe mit John. Taylor hat recht, Andrew hat recht. Warte. Andrew Taylor. Warte, wer war nochmal wer? Oh Gott. Nehmen wir mal Andrew. Ich glaube, das war das Richtige, oder? Die Stadt ist nicht so weit weg. Ja, wir gehen richtig. Gemeinsam. Richtig. Nicht gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Oh Gott. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wenn wir in die Stadt gehen. Echt? Und zusammenbleiben. Ich bin schon zurecht, aber gut. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Ich glaube nicht, dass du zurechtkommst. Wirklich nicht. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt. Zu uns. Okay. Herr Leder. Ein Kuss an den Leder und tschüss. Okay, wir teilen uns also jetzt doch. Sehr intelligent. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Oh Gott, okay. Weiter geht's. Bleib nah beieinander. Finde Hilfe in der Stadt. Ich werde mein Bestes geben. Mein Hintern juckt. Ich habe gerade gekratzt. Sorry für die Information. Ich weiß, du wolltest es nicht wissen. Okay. Sieht's. Also hier würde ich auch echt ungern durchgehen. Moment. Das Geräusch. Oh Gott. Hä? Miss. Was? B? Hä? Scheiße. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. BYX. Scheiße. Ich habe mich irgendwie verdrückt, aber ich bin so verwirrt. Ich wusste nicht mehr, was ich drücken soll. Ist alles okay? Nein. Alles gut. Oh Gott. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Okay. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß... dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Das ist allgemeine verfluchte Stadt. Das kannst du selbst herausfinden. Was zur Hölle war das? Ich wusste nicht, was ich drücken soll. Ich war so verwirrt. Ansehen. X. Tolles X. Sehr tolles X. Ach so. Oh, ich kann mich umschauen. Ich sehe nix. Oh. Okay. Oh, scheiße. Ich habe Angst. Okay, hinter mich. Okay, lass uns weitergehen. Einfach weitergehen. Lass uns mit dem Professor reden. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Sie? Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Finde ich gut. Feier ich. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Missbilligend. Denke auch mal an andere, positiv denken. Ich würde sagen, positiv denken. Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Richtig. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Das weiß ich auch nicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Das könnte sein. Unsicher. Wir wissen echt nicht, was wir gesehen haben. Das wissen wir nicht. Finde ich auch. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Ja, ich sehe, aber verstehe. Ich habe keine Lust, klar, mit dem zu diskutieren. Ich verstehe.
Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was ich weiß, ist, hier wegkommen. Dass wir hier wegkommen. Richtig. Mir ist auch egal, ob Geister existieren oder nicht. Ich will einfach nur hier weg. Kein Grund zur Sorge. Und ich habe Angst. Ich wusste, ich hätte das Spiel spielen sollen, als ich mehr fit war. Naja, egal, jetzt ist es zu spät. Oh Gott. Sie ist so weit hinter uns. Sie wird gleich schreien, oder? Oh. Wieso wird er immer weg? Oh Gott. Oh Gott, okay. Aha. Okay. Ich sehe das hin. Boop, boop. Boop, boop. Boop, boop. Piep, boop. Piep, boop. Okay. Okay. Das war klar. Was ist eigentlich, hätte ich es falsch gemacht, wäre dann da ein Dämon gewesen oder was? Da hat sich etwas bewegt. Oh nein, der Professor ist weggelaufen. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Der Professor kann echt nicht gut Verantwortung übernehmen. Ein Einbrecher? Chill mal. Hier wohnt doch bestimmt keiner mehr. Ist eh niemand da. Genau. Ich bin eh alleine hier. Untersuchen. Modern Magic. Hm. Okay, könnt ihr das Video pausieren, wenn ihr gerne wollt. Sieht aber auf jeden Fall ziemlich interessant aus und sehr alt. What? Okay, ich scroll mal langsam runter. Tut. Sieht interessant aus auf jeden Fall, das Buch. Würde ich auf jeden Fall nicht lesen. So. Bitte sehr. Ich frage mich, wie viele Prozent der Leute das jetzt durchgelesen haben, aber selbst wenn es nur 1% ist, dann war es wert. Vielleicht gibt es manche Leute, die wollen das komplette Spiel sehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, was haben wir da gefunden? Sieht viel wert aus. Vielleicht kann ich das auf eBay versteigern. Genauso wie die ganzen PS5s, die versteigert werden für den doppelten Preis. Oh Gott, das nehme ich auf jeden Fall. Das nehme ich sowas von mit. Oh Gott, da sind sogar Schüsse drin. Ich meine Munition. Würde ich auch mitnehmen. Pass nur auf, dass du dir nicht in deinen Hintern schießt. Davor hätte ich immer Angst, wenn ich eine Pistole so in der Hose hätte, dass ich aus Versehen abschieße und dann bestimmte Gebiete treffe. Gehen wir zu John Ernst. Ich habe eine Waffe gefunden. Ich sage nix. Wir sollten zu John gehen. Ich sage nix. Er hat nicht angehalten, um Vorträge zu halten. Das stimmt, Johnny Boy. Okay, ich folge dir. Der Penner ist einfach weggelaufen, ansehen. Okay. Haben die das nicht schon mal gesehen? Was für ein Ort ist das? Naja, ich weiß es nicht. Ich wollte sagen, frag deine Mutter, aber die weiß bestimmt selbst nicht besser Bescheid. Puh. Okay. Immer schön vorsichtig bleiben, okay? Immer schön vorsichtig bleiben. Professor? Professor, wo bist du? Ah, da bist du, ja. Okay. Ich will nicht allein sein. Wie ist er überhaupt darüber gekommen? Okay, so. Durch die Tür. Na, endlich. Genervt. Du bist ausgeflippt. Wie vorhin auf der Straße. Ist doch verständlich. Was zur Hölle war das da drin? Schelmisch. Beruhigend, seien wir beruhigend. Schelmisch, das Wort, ich lerne vor viele Wörter hier kennen. Ich kannte das Wort nicht mal. Schelmisch. Was bin ich? In der zweiten Klasse? Er hat recht. Du solltest dich zusammenreißen. Ja, du bist, wie alt bist du? Feigling. Ich meine, ich hätte auch Angst, aber ich bin der Schüler. Hier finden wir sicher was. Mhm. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Der Typ ist ja optimistisch. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Ah, oh, okay. Naja, das Holzbrett vielleicht. Bleibt nah beieinander. Okay, da hinten ist was, das leuchtet.
Ich mag es, wenn die Items hier gut angezeigt werden. Das weiß ich irgendwie zu schätzen. Okay. What? Oh, Bilder. Oh Gott. Damit kann ich die Zukunft vorhersagen ein bisschen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dort gesehen habe. Also so gar nicht, nämlich. Okay. Oh, ups. Kann ich auch sprinten eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Ich brauche irgendwie so einen Stein oder so. Ich meine, was will man sonst eine Scheibe einschlagen, richtig? Oh, da liegt was. Da ist aber eine Tür. Sag ich doch, mit dem Stein schlägt man immer die Fensterscheiben ein. Das klappt halt am besten. Ja, sieht gut aus. Gefällt mir. Gib her. Ich schlag das Fenster ein. Ja, okay, mach. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Ja, ist wirklich so. Ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach Alter, das Kind ist mehr entspannt als du, Leda. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Ich weiß nicht genau, so? Ja, okay. Treffer! Du hast war, ich hab's richtig gemacht. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Baseball. Gibt's jemanden von euch, der ernsthaft Baseball verfolgt? Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, keiner oder hier. Scheint sicher zu sein. Ich glaube, es ist in Amerika aber populär. Oder wo ist Baseball populär? Vielleicht Australien oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, Football war super populär in Amerika. Und Baseball, keine Ahnung. Du bist dran. Okay. Ich werde es machen. Little Hope. Kleine Hoffnung. Mittelschule. Ah, die sind jetzt dort, okay. Ich glaube, das wird noch viel intensiver, das Spiel. Wir spielen jetzt ihn. Ist er Michael? Ich glaube, ja. Glaubst du diesen Doppelgänger? Daniel ist er. Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Okay. Die ist ganz schön stur, ne? Ganz schön zickig. Keine Ahnung, was das soll. Oh. Da vorne habe ich ein kleines Mädchen gesehen. Sie kann sich teleportieren, das ist echt unfair. Sie ist ja aber auch ein Geist, deswegen kann sie das wahrscheinlich. Was war das? War bestimmt gar nichts. Hm. Würde ich so nicht unterschreiben. Warum die Schule wohl geschlossen ist? Okay. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Du bist echt so hartnäckig, ne? Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Pessimistisch beruhigend. Lass es beruhigend sein. Hey. Obwohl ich denke auch, sie hat sich falsch entschieden, aber wir werden sehen. Wir finden einen Weg. Ja. Bleib entspannt. Ganz entspannt. Ich dachte mir schon, dass sie da nicht hochklettern will. Kann ich aber verstehen. Okay, 2 Schilder. Lass mal sehen. Was zur Hölle? Was? 1692. Okay. Interessant. Und das hier? Little Hope Brücke. Hm. Na dann. Werden wir es mal tun. Also jetzt über die Brücke gehen, meine ich. Ah ja. Okay, wo sind wir jetzt? Spielplatz. Ah ja, genau, okay. Toller Spielplatz. Darf ich auf jeden Fall nicht spielen. Das steht fest. Nope-dop. Oh, da liegt was. Vielleicht ein Bild oder so. Weil wir die Zukunft sehen können. Ich werde die Folge übrigens auch nicht so lang lassen, wie ich dachte. Weil ich wahrscheinlich nicht so lange aufnehmen kann. Hä? Stein? Was ist da? Okay. Keine Ahnung. Hm. Ich kann damit nichts machen. Wahrscheinlich hat das irgendein Kind gemalt. Solange es kein kleines Mädchen war, bin ich komplett okay damit. Hm.
Oh mein Gott. Da drüben! Oh Gott. Alter, das ist keine Katze. Hey, geht's dir gut? Besorgt, selbstbewusst. Komm raus, selbstbewusst. Du solltest da schnell rauskommen. Ich glaube nicht, dass sie das will. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Oh. Was zur Hölle geht das? Das Gewinn passiert. Steh jetzt, er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte, nein, lasst mich los. Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Okay. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Was ist das? Was soll das? Wir müssen hier sofort verschwinden. Bitte lasst mich nicht hier. Bitte. Mit wem redest du? Ihr habt Böses an. Das ist offenkundig. Ihr irrt euch. Ich bin ein Kind. Der Teufel hat keine Zeit für mich. Oh Gott. Amy ist seine Auserwählte. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Ich will nicht wirklich, aber okay. Was zum Teufel? Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Ich auch nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Sehr gute Idee. Bitte mehr dieser geilen Ideen. Okay. Hauen wir ab von hier. Let's go. Easy peasy lemon squeezy. Okay. Da liegt was. Auch schon wieder einer dieser Bilder. Das ist gar nichts. Interessant. Tolles Bild. Meine Kamera macht auch so tolle Bilder. Schön, dass du da bist. Oh, schön, ja? Klang nicht danach. Okay, also das kleine Mädchen konnte uns in der Vergangenheit sehen, aber die anderen nicht. Das ist so komisch. Warte, was ist da rechts eigentlich? Okay, nix. Ich will nur nachsehen. Ich will ja sicher gehen. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helfe dir. Gute Idee. Okay. B. Ah. Okay, ich verstehe. Ich muss hier so warten. Bis ich irgendwas drücke. Hat gut funktioniert. Das war nicht allzu schwer. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Finde einen anderen Weg aus der Hoppe raus, bleib zusammen. Ein echter Weg. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Wirklich. Da leuchtet irgendwas. Hier war wohl mal ein Laden oder so. Was für ein Laden? Ein toller Laden oder ein schlechter Laden? Das ist meine Frage, die stelle ich mir. Hier drüben, schau. Okay. Mal. Hoffnung für Little Hope. Bla 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 bla. Okay. Oh, was ist da hinten? Gar nichts. Nur Holz. Interessant. Sehr interessant. Gehen wir mal zum Mülleimer. Oh, das ist nicht, oh, doch, hier ist was auf dem Mülleimer. Ich habe mich so nicht verguckt. Was machst du da? Wir können den Mülleimer vielleicht schieben. Hilf mir mal schieben.
Tolle Idee. Ernsthaft? Es geht nicht anders. Oh, wenn's denn sein muss. Okay. Ganz auf X drücken. Ich kann das gut. Nice. Ich bin ganz schneller X-Drücker. Ich habe den Weltrekord. Für das meiste X-Drücken der Weltgeschichte. Okay. Ja, hilf mir hoch. Ich will auf die Treppe. Wenn's denn sein muss. Okay. Nicht schlecht. Echt jetzt? Du willst da rein? Selbstbewusst, auf geht's. Ich weiß, dass sie darauf steht. Seh mich um. Ist die Luft rein, mache ich die Tür auf. Ich weiß nicht. Hier draußen allein zu warten, gefällt mir nicht. Ich komm gleich. Das glaube ich dir. Moment. Das glaube ich dir. Dass dir das nicht gefällt. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Wirf's her. Was jetzt? Y. Ha. Let's go. Jetzt verstehe ich, die Symbole, die bereiten mich vor auf den Button, auf das Button drücken. Okay. Hab mich schon verwundert. Bin drin. Alles gut? Weiß ich nicht. Schon. Ich hoffe mal. Blatt Papier. Hallo? Wieso kann ich das nicht? Hä? Wie das? Ah, da haben wir es ja. Okay. Oh, nice. Weiter geht's. Also ja, ich bin noch nicht fit genug für das Spiel. Oh Gott, was ist da? What? Was ist überhaupt für ein Haus? Ein Laden? Hallo? Ist da jemand? Kann ich bitte nicht runterfallen? Ach, du bist so ein Genie. Oh Gott. Ground Beef. Ah, Fleisch. Ah, oh, oh, Scheiße. Ups. 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 Oh, ups. Ich hab aus Versehen gedrückt. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Oh Gott. Hallo? Wer ist da? Ich habe aus Versehen gedrückt. Okay. Easy peasy. Oh. Komme nicht durch. Dieses Fenster ist versperrt. Erschrocken. Machen wir erschrocken. Du hast mich erschreckt. Ah, mega. Sorry. Soll ich den Arzt holen? Nee, brauchst du eigentlich nicht. Ist okay. Maus. Neckisch. Neckisch. Hab Gesellschaft. Von einer Nagetierfamilie. Ruhig. Neckisch, cooles Wort. Geh nach vorn. Wir treffen uns da. Geh klar. Wo treffen wir uns? Was hat sie gesagt? Ich hab's grad nicht richtig gelesen. Okay. Moment, bin gleich da. Ganz ruhig, ich komme ja. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Oh. Oh no. Warte mal, ist das kleine Mädchen als Oma? Was zum... Ich glaube ja. Das ängstigt dich. Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Vibe. Wer kommt? Vibe. Hast du den Wörter noch nicht schon damals genannt? Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigungen welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen. Wie, du kannst es nicht sagen. Stellen, wegtreten. Stellen.
Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still. Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Was? Zögerlich Gerüchte? Nee, verwirrt. Was? Ich kenne sie nicht. John? Öffnet die Tür, Joseph. Oh. Sofort. John. Etwas quält euch. Was? Ihr wirkt fremd, selbst eure Gewänder. Meine Kleidung, Meister. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Ich kläre das. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein. Reverend Carver? Marshall? Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches. Mein Weib. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Was? Wer ist diese Zeugin? Was ist in Zungen reden? Was heißt das? Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Das wird sich, wie die damals geredet haben. Die haben ja wirklich so geredet. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Der Typ muss echt Kopfschmerzen haben. Wo zur Hölle warst du? Tja. Woanders. Du siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Ihre Kette vibriert. Nachdenklich. Das war anders. Sie konnten mich sehen und hören. Glaube ich zumindest. Sie waren total verschreckt. Hast du noch was gesehen? Besorgt. Diese Frau wurde weggebracht. Verhaftet. Angeblich war sie eine Hexe. Die gruselige Kleine hat den Pastor eine Amy genannt. Darum wurde die Frau verhaftet. Diese Amy, die ist ja dann wohl erledigt. Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Tja. Da habe ich echt Bock drauf gerade. Okay. Oh. Polizeiwache. Was meinst du? Optimistisch. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herumirren. Also wirklich eher, ne? Vor 300 Jahren oder so, oder 400. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadt-Polizeigebäude sehen alle gleich aus. Okay. Ich werde erstmal eine Pause machen. Muss hier ein Telefon sein. Okay, und ihr seht das Video gleich, wie es weitergeht. Ich werde das letzte, also das komplette Spiel durchspielen, aber bis gleich für euch. Weiter geht's. Wir sind hier stehen geblieben. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Alles tot. Wie überall in Little Hope. Ja, wir sind echt wenige Menschen hier, ne? Das ist halt echt merkwürdig. So, da ist irgendwas drin, ne? Oh! Okay. Ich habe mich nicht erschreckt, nur enorm stark. Ha. Es kommt ihm vertraut vor, dieses Gebiet. Durch dieses Fenster kamen wir, ne? Genau. Okay, hier ist nix. Man kennt zum Glück sehr leicht Sachen, weil sie so blinken. Schwer irgendwas zu übersehen. Ich gehe auch mal da lang. Okay. Hier. Ja. Ist da irgendwas drin? Nur eine Münze. Reynolds. Nehmen wir. Okay.
Sieht aus wie so ein, für so Becher, so ein Untersatz. Kennt ihr diese Untersätze für Becher? Ist auf jeden Fall ziemlich episch. Öffnen. Hm. Könnte ich vielleicht eintreten? Oh, warte, da geht's auch rein. What? Okay. Gefängnis? Ich meine, das stimmt, Polizeiwache macht Sinn. Macht sogar mega viel Sinn. Dass hier wenigstens ein paar... Naja. Oh, was? Ich habe alles verloren. Okay. Dass hier wenigstens ein paar Zellen sind, richtig? Wer hat alles verloren? Wieso sagst du sowas? Okay, ich stelle keine Fragen. Manchmal ist es besser, einfach keine Fragen zu stellen. Das steht fest. Okay, warte, da ist noch was. Oh, ne, da waren wir schon, ne, genau. Haben wir schon untersucht. Okay. Ich meine, für so eine große Stelle gibt es gar nicht so viel zu untersuchen, aber... Gut, wieso sollte man ja auch ein Handtuch oder sowas untersuchen, richtig? War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich schon. Oder auch nicht. Hm. Komisch, da geht es nicht lang. Ich weiß wirklich nicht, wo ich lang gehen soll gerade. Da ist ja noch viel mehr. Okay, ich nehme alles zurück. Old Witch Gaul. Alter Hexe, Hexenkerker. Spannend. What? Hexenkerker? Das ist echt spannend. Wer war das? Etwas muss doch hier sein. Das denke ich mir auch die ganze Zeit, Bro. Die ganze Zeit schon. Was haben wir hier? Okay. Sieht aus wie Schmuck. Blup. Wieso mache ich diese komischen Sounds immer? TC. Ha. Was heißt CC? Ups, das haben wir schon. TC. Ich werde nicht was hier merken. Spaß. Oh mein Gott, ich liebe es, das bei Leuten zu tun. Wenn ich über die Horrorfilme schaue, mache ich es immer. Na also. Ein Telefon. Ein Telefon. Sehr gut. Weiter so. Vielleicht ist das der Ausweg. Glaube ich ja weniger. Das ist eine verfluchte Stadt, als würde das Telefon ein Signal haben. Natürlich, Leitutut, was erwartest du? Tja, der Optimismus schwindet so langsam. Das ist ein guter Anführer auf jeden Fall. Entspann dich. Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Sieh mal, das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Bestimmt, wir finden ein Kabel. Ich meine, wieso habe ich das Gefühl, der Typ wird sterben, weil... Weiß nicht. Ist wie so ein Charakter, der... schnell stirbt. Warte mal, da waren wir noch gar nicht, ne? Okay. Geht's da lang? Nein. Okay. Schade. Natürlich ist die Tür gesperrt. Hier kommt man halt nur durch. Ich wette, wir finden bald etwas. Ja, das denke ich auch. Chill, chill. Oh, da ist was. Irgendein Zertifikat oder wie? Plupp. So, dann mache ich diese Sounds. Okay, ich scroll mal runter. Okay, nice. Bitte sehr. Na gut. Was ist da? Oh. Scheiß Ding. Walkie-talkie. Ich dachte, das könnte uns helfen. Hm, sieht aber voll, die Grafik, ne? Wie gesagt, ich muss die Grafik ein bisschen unterstellen, weil irgendwie lief das Spiel nicht so ganz gut, aber... What? Was war das? Ja, was war das? Hä? Oh Gott, das ist gruselig. Da habe ich gar keinen Bock drauf gerade. Oh oh. Was machen wir? Weiß nicht. Rangehen? Selbstbewusst, let's go. Geh ran, die Scheiße. Vorsicht. Geh ran. Ganz ruhig, Professor. Geh ran. Ich habe kein gutes Gefühl. Was hörst du? Ich sollte heute nicht hier stehen. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts.
Was? Was beunruhigt Sie? Können Sie mir sagen, was Ihnen fehlt? Ja, was fehlt Ihnen? Dann plötzlich tauchte vor mir ein Mann auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte ihn nicht kommen hören. Ich hatte ihn zuvor noch nie gesehen sein. Gewandt und die Art, wie er sprach, war mir nicht vertraut. Okay, beruhigend. Alles wird gut. Ich helfe Ihnen, wenn ich kann, aber ja. Wie heißen ich Sie? Ihren Namen. Wie heißen Sie? Loslassen! Oh Gott. Oh Gott. Okay. Komm, Mädchen. Auf ein Wort. Oh Gott. Sprich nicht über unser Geheimnis. Würde ich niemals tun, richtig? Sonst droht dir ewige Verdammnis. Klingt nicht so geil. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Ja. Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprech nur ein Wort. Tut mir so nur leid. Eine Silbe über das andere. Dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar Komm, sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit so ist so reden auf jeden Fall mit Kindern. Genau so. Genau so. Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Hexe. Hä, wer ist dahinter? Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Wieso haben die kein Gesicht? Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Sei still. Wir müssen ruhig sein. Ja. Und abwarten, was passiert. Genau. Bei allem Respekt, Reverend Carver. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Das der Leben damals war so anders. Stets, so crazy. Du bist keine Gespielin des Teufels, Reverend. Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Oh Gott. Das muss so komisch sein, sich selbst zu sehen. Ah, das sind Nähen. Nähern. Was? Nähen, Nähern. Nähern. Nähen. Ich check's nicht. Also, wen ich nähern will. Na, den rechts, rechts. Gott. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Ja. Gebt den Mächten der Finsternis keine Bitte. Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Mary? Oh Gott. Mary, Schwester, was quält dich? Was zum... Halt dich da raus. Oh Gott. Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Ach so, deswegen. Reverend, weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Was? Wütend, aufgewühlt. Ich sage nix. Dieses Mal sage ich nix. Ich sage nix. Ich weiß nicht, ich sage ganz selten nix. Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Oh Gott. Hätte ich was Ist sagen sollen? Ist nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Habt Acht und betet. Der Teufel weilt in dieser Stube. Hä? Schützt euch. Er sucht den Herrn. Sie ist doch gar nicht tot. Und wir sind wieder zurück. Hat das Telefon geklingelt ohne Kabel? War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Ja. Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann nicht glauben, wie sehr mir diese Frau ähnelte. Wie zur Hölle ist das nur möglich?
Als du mir davon erzählt hast, dachte ich, es wäre ein Scherz oder übertrieben. Das sind keine Scherze. Aber die Frau selbst, Schwester Eva, war unglaublich seltsam. Ja, kann ich dir vorstellen. Sogar sehr gut vorstellen. Was denkst du, war mit ihr los? Oh Gott. Verwirrt. Oh Gott. Irgendwie. Keine Ahnung, was soll ich. Ich glaube, es ist ein Bug. Irgendwie verwirrt. Ich kenne das Mädchen. Okay, endlich geht's wieder. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant. Was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für ich glaube, die sterben. Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken. Ich glaube, die sterben dann auch in der Zeit, oder? Wenn die in der Vergangenheit sterben. Stell dich mal vor. Es gab oft falsche Anschuldigungen. Oh mein Gott. Von Missgunst. Oder von. Ja, klar gab es das. Wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Bestimmt. Hast recht. So war das. Die Kleine wusste genau, dass sie damit Angela 2 in die Scheiße reitet. Ja. Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja. Es war schlimm, das zu sehen. Forschend. Bist du so verstört, weil die Frau genauso aussah wie Angela? Sicher, wenn man jemanden, das war seine Frau, oder zu kennen glaubt, in so einer Situation sieht, nimmt einen das mit. Danke, John, für dein Mitgefühl. Oh Gott. Wer ist da? Hey, Professor! Wo bist du? Taylor? Komm schon, gehen wir. Sind wir jetzt wieder alle zusammen? Das könnte sehr wohl sein. Hey, Taylor! Wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Einfach auftreten oder so. Wir auch nicht. Hallo, probiert es mal mit Gewalt. Versuchen wir es mit Gewalt. Ja, genau, danke. In 3, 2, 1... Okay. Perfekt. Mit Gewalt klappt es. Taylor. Hi, Professor. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Oh Gott. Und verurteilt. Ich glaube, sie wird sterben. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Naja, was denkst du wohl? Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Tja. Wir müssen wieder in diese Vergangenheit kommen. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Vielleicht in der Kirche? Waren wir da schon? Was soll's. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Das ist doch wahnsinnig. Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten. Naja, zögerlich. Ich bin nicht ganz optimistisch. Das Mädchen, Angelas Pendant, das alles scheint irgendwo hinzuführen. Fragt sich nur, ob zu was Gutem oder Schlechtem. Tja, ist eine gute Frage. Vermutlich sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. Okay. Wie steuern wir dieses Mal? Niemanden. Jetzt haben wir noch eine Filmsequenz. Hauptstraße, wir spielen John. Alles klärchen, Johnny Boy. Warte, was steht hier eigentlich? Warte, wo war das? War das so? Genau. Anmaßend gereizt, unvorsichtig, geringschätzig. Aber wieso steht da nicht ängstlich? Er ist voll ängstlich eigentlich. Warte mal, können wir eigentlich... Geheimnis. Okay, Bilder. Genau, Bilder. Ich glaube, das war das im Gericht, oder? Okay, ich werde auf die Bilder gar nicht achten. Die können mir nichts sagen. Wird schlimmer. Wird er? Wieso gehst du eigentlich so schnell vor? Ups. Man kommt ins Menü mit 2 Knöpfen. 2 Knöpfe haben die eingebaut fürs Menü. Wollte ich nur kurz anmerken.
Okay. War der Nebel der Grund für die Umleitung? Wir sollten nie von hier wegkommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen über eine Brücke. Ja, sieht ziemlich kaputt aus auf jeden Fall. Ich sehe gar nichts. Naja, dafür ist der Nebel da, um dich nicht sehen zu lassen. Ich habe lange Zeit keinen Nebel mehr übrigens gesehen. Das Wasser ist schwarz, damit will ich nichts zu tun haben. Naja, es ist auch dunkel, deswegen ist es wahrscheinlich schwarz. Aber, was wollte ich sagen? Ich habe lange keinen Nebel mehr gesehen, so richtig krassen Nebel. Einmal, als ich jung war, habe ich so richtig krassen Nebel gesehen. Das war echt krass, da hat man kaum mehr was gesehen. Wer zuerst? Professor, du meinst doch, du hast das Sagen. Also... Selbstsicher. Okay. Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Ist das auch sicher? Habe ich nicht gesagt, dass es sicher ist. Der Prof und ich bringen dich rüber. Nur Problemo. Nervös. Ja, wir kriegen dich schon rüber. Ja, auf jeden Fall. Genau das werden wir tun. Ich habe das Gefühl, ich würde irgendwas drücken müssen. Stimmt's? Also das sieht jetzt nicht so... Okay, doch. Das sieht schon nicht ohne aus. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Hey. Nebel. Ich würde mich festhalten mit denen. Was jetzt? Du hast recht. Wir müssen hier... Was? Wir müssen hier was? Ja. Okay. Nach links. Oh Gott. Was? Was geschieht gerade? Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Oh Gott. Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen. Wie können wir sie retten? Hexe und Zauberin ertrinken. Ist jetzt schon vorbei? Kann ich auch was machen? Ich tat nichts Falsches. Ich bin keine Hexe. Es ist wirklich schön, in dieser Zeit geboren zu sein. Ich bitte euch. Jetzt ohne Scheiß. Das ist echt crazy. Verwirrt. Sag mir, was ich tun kann. Wie soll ich dir helfen? Was kann ich tun? Bitte, Sir. Ihr müsst mir helfen. Wie? Ihr müsst. Okay. Wie? Da sehen niemand. Der Teufel ist im Wind. Will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Oh Der Gott. Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden. Okay. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Ihr könnt das nicht tun. Isaac. Ich bin unschuldig. Das ist Wasser? Achso, die wollen sie ertrinken. Zu ihrem Meister, bevor er uns holen kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen. Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Oh. Das böse Reverend! Es ist unter uns! Also es ist nicht nur die Kleine. Oh nein. Kann ich helfen oder nicht? Kann ich helfen oder nicht? Stirbt sie jetzt auch im Echt, also in der unserer Zeit? Ich habe die falsche Entscheidung getroffen, okay. Scheiße. Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Das heißt, sie wird jetzt hier auch ertrinken. Oh Gott. Ja, sie wird jetzt auch ertrinken.
Oh Gott. Was habt ihr gesehen? Sagt schon. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Dein Double ist ertrunken. Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Oh Gott. Und da ist so ein Fluss. Das feiere ich gerade gar nicht. Das feiere ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Okay. Ich dachte, das wäre die erste Person, die stirbt. Ich gehe nicht davon aus, dass ich eh alles schaffe, ohne alle am Leben zu lassen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Okay, ich gehe zuerst. Ich meine, er ist ja nicht ertrunken dort, also... Ach, die wollen okay, noch unten. Ihr zwei, kommt hier runter. Okay. Okay. Ich glaube, sie wird auch ertrinken, oder? Oh no. Oh no. Was zur Hölle ist das? Oh Gott. Lass sie nicht allein. Oh. Das ist sie. Oh, Frick. Okay, Y, X, B. Okay, ich muss gucken, wie die ganzen Buttons sind. Shit. Sie ist tot. Lass mich nicht zurück! Scheiße! Hey! Hilf mir doch mal! Hätte ich das früher gewusst, ne? Retten, retten. Ich werde den Linken retten, weil ich glaube... Ich bin gleich bei dir! Dass die Rechte eh stirbt, egal was ich tue. Ich glaube, so würden beide sterben. Andrew! Weil ich glaube, es kann sich ändern. Ich glaube, ich hätte in der Vergangenheit dafür sorgen müssen, dass sie nicht ertrinkt. Ich meine, das Teil sieht aber nicht so aus, als könnte es irgendwas machen. Bin ich ganz ehrlich. Es sieht einfach nicht so aus, als könnte es irgendwas machen. Angela braucht Hilfe. Die braucht sie auf jeden Fall. Okay. Y. Ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall. Okay, was jetzt? A. Hab ich. Hab ich. Eigentlich müsste sie es doch schaffen, oder? Y. Oh Gott. Fuck, oh, ganz schnell Viereck. Nice. What? Nee. Nee. Die lebt doch nicht etwa, die Alte, oder? Ist das ein Scherz? Die lebt niemals. Ach du Scheiße. Ich kann gerade nicht glauben, dass sie lebt. Ich hätte schwören können, die wird sterben. Auch schon wieder du. Was geht? Das war wirklich sehr knapp für Angela. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer. Aber jeder lebt noch. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Aber? Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Das hätte anders sein können. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, könnte die Pistole ein Lebensretter sein. Stimmt. Oder auch das Gegenteil. Angela verschweigt es. Wie klug. Zuerst auf sich selbst achten. Stimmt's? Nee, ich glaube, die anderen würden es für eine schlechte Idee halten, eine Pistole dabei zu haben. Die Jungs haben da interessante Ideen. Oder glauben Sie lieber an Daniels Theorie? Und Sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oder begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ewigen Nacht. Okay. Es ist möglich. Tolles Gedicht. Vielleicht weiß der Busfahrer ja. Wenn wir ihn finden würden. Wir wissen ja nicht, wo er ist. Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Ja. Doppelgänger, Hexen, Geister, irgendwie schon. Und Dämonen. Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Die Liebe. Die Liebe verbindet sie.
Die Liebe ist es. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit? Nein, ich will keinen Hinweis. Sie schaffen es allein. Ja. Mutig. Ja. Unabhängig. Ja, ja. Oder leichtsinnig. Ich brauche deinen Hinweis nicht. Wir werden es sehen. 0%. Wir werden es sehen. Du wirst es sehen. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, Sie sollten fortfahren. Werde ich tun. Danke. Ich brauche keinen Hinweis. Sehe ich so aus, als bräuchte ich einen Hinweis? Vielleicht hätte ich ihn nehmen sollen, scheiße. Halt! Oh nein. Solange ich die richtigen Knöpfe drücke, kann nichts passieren, oder? Was? Ich bin gut in Knöpfe drücken, deswegen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Ja. Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Stimmt. Gereizt. Auf jeden Fall gereizt. Du hast mich im Stich gelassen. Ich hatte ja keine andere Wahl. Ja. Was? Was ist? Oh nein. Oh nein. Was ist los? Meine Beine brannten plötzlich so. Was? Alles gut? Ist wohl die Quittung für all die Kletterei. Oh Gott. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. Vielleicht verfolgt es uns schon. Hoffentlich nicht. Es trug Ketten. Was? Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Oh Gott, er hat recht. Kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Wieso werden die eigentlich mal getrennt? Oh nein. Ich glaube, sie muss sterben, oder? Vielleicht habe ich Glück, wenn ich die richtigen Knöpfe drücke, kann sie überleben. Ich werde mich auf meinen Knopf drücken verlassen und nicht auf meine Entscheidung. Weiter geht's. Sind wir bei dem Friedhof? Verlass den Friedhof, hier sind wir. Okay. Ach, wir sind diesmal sie. Ich fühle mich hier nicht sicher. Links, weil ich Linkshänder bin. Das ist der richtige Weg, vertrau mir. Wenn es Exit nach rechts. Es geht da lang, ist mir egal. Oh, da leuchtet irgendwas. Jemand ist da gestorben. Oh Gott. Abraham Alastor liegt hier. 1699. Das ist lange her. Sehr lange her, wollte ich nur kurz sagen. Das Ding ist noch hinter mir her. Glaube ich auch. Uns nicht ein, solange wir nicht anhalten. Ich hoffe, du hast recht. Also ich hätte Schiss auf jeden Fall. Okay, was ist das? Oh. Was? Geheimnis. Okay, sie haben Glücksbringer gefunden. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Glücksbringer? Feier ich. Okay, hier liegt nix. Ich meine, das ist so wie ein vierblättriges Kleeblatt. Feier ich auch. Dazu würde ich nicht nein sagen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, so eine Stadt, die Little Hope House heißt, kann nur verflucht sein, richtig? Ich würde nicht in eine Stadt einziehen, die Little Hope House heißt, bin ich ehrlich. Ich würde in eine Stadt einziehen, die Big Hope heißt. Große Hoffnung. Na gut, gehen wir zurück. Ich denke, das müssen wir jetzt tun. Hundertprozentig. Okay. Puh. Ganz schön spannend, ne? Oh. Da gehe ich mal rein. Sollte eine gute Idee sein. Okay. Oh nein. Wie können Sie das nicht sehen? Ich bin so verwirrt.
Deshalb wird sie jetzt nicht in Ruhe lassen, ne? Bloß weg von der Brücke. Ja. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Das stimmt. Daniel und Taylor denken das Gleiche. Oh. Verstecken, schnell! Ah, oh Gott. Okay. Isolation. Oh Gott. Bup, bup, bup. Bup, 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 bup. Oh. Das Teil hat. Ach so. Oh Gott. Das war irgendwie klar. Das war so klar. Das war. Klar, da geht's gar nicht mehr. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Stimme ich zu. Was hat die Frau gesagt, bevor sie sie ertränkt haben? Das Mädchen muss gestoppt werden. Das Mädchen muss gestoppt werden? Sie meinte, die Hexenprozesse stoppen, richtig? Weiß nicht. Okay. Na los, gehen wir. Wieso immer kleine Mädchen? So die wissen auf jeden Fall, wie sie ein gruseliges Horrorspiel machen können. Ich sehe mich drin. Wir kommen halt auch nicht in die Stadt, ne? Oh nein. Was ist da? Aha. 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 Okay. Danke für die Information. Okay, wir spielen Daniel. Wie geht's? Ich frag mich, ob das... Geht so. Ding uns verfolgen könnte. Glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Selbstbewusst. Wir zwei bleiben jetzt Daniel. Nah zusammen. Also jetzt bist ich meine, du das klingt so ähnlich wie Danny. Nett, huh? Wenn du nah sagst, wie nah genau? Ganz nah. Ist die horny? So nah? Intim. Ich glaube, sie ist horny. Noch näher. Okay. Ich sag ihr die Frisur. Finde einen anderen Weg, bleib zusammen. Sind wir nur alleine jetzt? Was war das gerade? Weiß ich nicht. Nichts gehört. Witch Trail. Oh Gott. Feier ich gar nicht so. Hexenfahrt. Okay. Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Warte mal, war Daniel der Richter in der Vergangenheit? Also der Typ, den ich spiele. War er in der Vergangenheit der Richter? Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, die kurzhaarige Frau war ja auch nicht da in der Vergangenheit, oder? Touristenhochburg. Nicht mein Lieblingsreiseziel. Interessant, sehr interessant. Okay. Gehen wir weiter. Dunkel, dunkel hier. Sehr dunkel. Aber ich habe irgendwie nicht so die Angst um die beiden. Ich habe eher Angst um die anderen drei. Obwohl die zu dritt sind, was gar keinen Sinn ergibt, aber... Hier drüben. Sieh dir das an. Ich weiß nicht, ob ihr da durchgehen solltet. Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Könnte. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Der ist mega optimistisch, oh Gott. Der ist so optimistisch, das ist schon echt crazy. Shit. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Er hat eigentlich, hat er recht. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, du solltest es tun. Müssen wir rüber. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Okay. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Okay, werden wir so machen. Gute Idee. Weiter so. Okay, gehen wir durch diese alte, kaputte Brücke. Oh, wir haben es geschafft, die war ja gar nicht so lang. What? Was ist das? Was fragst du mich? Also, wollt ihr da wirklich lang gehen? Okay, ich mach's mal. Oh oh.
Okay, was ist hier? Siehst du das? Nee, weißt du? Was steht da drauf? Hexengrab, dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Ach so. Verschwinden wir. Daniel! Lassen Sie uns los! Still! Bitte! Mary? Mary! Oh Gott. Also die in der Vergangenheit konnten uns sehen. Mary, der Quell des Bösen ist hier. Beruhigt. Des Bösen? Wissen Sie, was hier der los ist? Der Quell des Bösen, meint er die Quelle? Wir wissen es nämlich nicht. Sie haben uns erschreckt. Ihr sprecht vom Tod? Heute habe ich meine Frau aus einem nassen Grab gezogen und sie ganz allein bestattet. Und all das wegen ihr. Mary. Okay. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenflug belegt. Könnte sein. Da ist sie. Gefunden. Das ist Mary. Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Ist sie das vielleicht, die mit den kurzen Haaren? Bitte, Tabitha. Das ist sie. Lass sie mir. Das ist sie. Oder? Oh Gott. Genau, schön kuscheln. Das war freaky. Ich denke, da stimmen die mir beide zu. Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Das könnte sein. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Oh Gott. Warum bist du immer noch hier? Oh nein. Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Folgen wir. Hast recht. Wir folgen ihr. Sie ist die Schlüsselfigur. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Kann ich mir vorstellen. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Sehr gut sogar vorstellen. Wären sie schon längst da. Ich dachte, der wäre allein. Wer weiß, was vor uns liegt. Ist mir alles lieber, als in dieses Haus zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Ich werde lieber dem Mädchen folgen. Obwohl, das mache ich auch ungern, aber. Hey, warte auf uns! Kusch! Oh nein. Widerlich. Oh nein. Leute, seid ihr das? Oh nein. Okay, ich verlasse mich ganz stark drauf. Oh Gott, da bin ich nicht so gut drin. Soll ich es aber hinbekommen? Ich hab dich. Okay, Konzentration. Konzentrier dich. B. Hä? Hä, ich hab doch alles nicht gedrückt. Ich check so gar nicht gerade. Oh Gott. Hä, sicher? Oh Gott. Willst du da lang gehen? Verlasse die Kanalisation. Okay. Good idea. Very good idea.
Ja, bitte mehr dieser guten Ideen. Gefällt mir sehr gut. Es hört nicht auf. Würdet ihr für die Liebe eures Lebens da reinspringen? Ich nicht. Spaß. Vielleicht, wenn sie wirklich die Liebe meines Lebens ist. Aber nur dann. Ich weiß es nicht. Okay, mach das auf. Oh nein. Okay. Wenn ich eigentlich das Richtige drücke die ganze Zeit, dann sollte es ja klappen, oder? Eigentlich kann nichts passieren. Wenn ich das Falsche drücke, ist mein Pech. So ist halt so. Dann ist es halt so, aber... Was für eine Scheiße. Siehst du das Teil denn nicht? Was? Oh. Angela! Shit! Nein! Keine Sorge, ihr vertraut mir, dass ich die richtigen Knöpfe drücke, oder? Womit hat sie das verdient? Ich kann das. Ich bin gut im Videospielen. Jetzt sind es nur noch wir beide. Bis Taylor und Daniel uns finden. Oh, das ist Mädchen. Hey! Immer wenn wir dem Mädchen folgen, passiert irgendwas gar nicht Gutes. Irgendjemand geht dann immer verloren oder so. Ah, wir gehen doch ins Haus. Okay. Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Interessant. Okay. Ich werde dir helfen. Nur noch so zweit, also. Museum oder sowas. Ist sie da drin? Oh Gott. Das ist... Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. Das sagst du jetzt. Konzentration. Nachdem alles passiert ist, sagst du jetzt, dass ja was nicht stimmt. Das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Ja, woher? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Du. Und die anderen auch. Wenn wir erstmal hier raus sind. Ich bin mir nicht sicher, dass du irgendwie beschützen wirst. Leben. Okay, dann neues England. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Interessant. Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht wie und warum. Okay, da geht's nicht rein. Naja, es geht alles irgendwie um Mary, richtig? Wow. Damn. Ich glaube, so wurden Menschen damals getötet. Mit Steinen. Ich mach mal so ein Museum. Okay. Feier ich so gar nicht. Ich hab mir echt Angst. Ja, mir auch. Hi. Oh, das ist sie. Was hat da? Was hat da? Was war da? Ich will es lesen. Wo steht das denn? Ach, hier. Amy Lambert. Amy wurde vom Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt. Okay. Ja, Hexen wurden ja damals getötet. Wow. Okay. So, bitte sehr. Ihr könnt das Video gerne pausieren. Darum ging es doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Ja, ja, es ist klar. Und diese damals war es ja wirklich so, dass man Leute getötet hat, die Hexe waren oder Hexe sein oder wie auch immer. Das ist der Prozess, den wir auf der Wache gesehen haben. Ja. Schauriges Déjà-vu. Er hat allgemein ja dieses Bild gesehen damals. So komisch. Das war klar. Ich habe mich zwar ein bisschen erschreckt, aber es war klar. Ich wusste es. Ich wusste es. Es war eindeutig. Geht's hier raus? Oh, what? Da geht's nach draußen. So merkwürdig, dass sich das ernsthaft öffnet.
Oh, ich glaube sogar dahinter war irgendwas, oder? Vielleicht irgendein Bild. Aber ich werde einfach spielen, wie ich es für dich halte. Ich brauche keine Tipps. Wo ist das kleine Mädchen? Ich weiß, wie man Videospiele spielt. Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant. Könnte sein. Ich weiß nicht recht. Tja, ich auch nicht. Um ganz ehrlich zu sein. Okay. Bis jetzt ist aber niemand gestorben. Ich meine, diese Frau ist fast gestorben, aber sie ist ja noch in der Kanalisation, sie ist ja noch nicht gestorben, richtig? Also, ich habe das Gefühl, aber das meiste wird zum Schluss passieren. Da könnte es passieren, dass jeder stirbt. Ich würde es gerne mal zu zweit spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Voll gern sogar. Hörst du das? Weiß nicht. Hab was gehört, glaub ich. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Ja. Ist eine gute Idee. Wo sind die nur? Oh nein. Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Glaube ich nicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Angela ist sie genau. Bist du da sicher? Ja. Ich kenne sie schon lange. Sie ist ganz korrekt eigentlich. Sie ist halt eine ältere Frau, die halt studieren will, ne? Oder studieren wollte oder wie auch immer. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber hier wohnt doch eh keiner. Im früheren Leben. Tja. Er war doch der Richter, oder nicht? Dieser Typ, der die Hexe verbannt hat. Da geht's nicht durch. Okay. Nicht so geil. Was macht sie da? Wieso schaut sie da einfach nur rein? Hör auf damit, das finde ich gruselig. Sehr gruselig. Ich muss sagen, ich bin aber stolz auf mich. Ich habe mich kein einziges Mal bis jetzt verdrückt. Ja, auch nicht. Hey, Taylor, schau mal da. Was ist da? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Ja, glaube ich auch nicht. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Oh. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Sag ich ja auch mal, wenn ich die Wette verliere. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. Klar. Ist der verdammt alte Fenster. Ich dachte, wir müssen da reingehen, dass man uns bleibt, jetzt haben wir das übrig, richtig? Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Ich bin beim Hausschuh gerade. Wollte ich nur kurz anmerken. Ruhig Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Komm schon mir nach. Von einem Weg zu einem anderen bleibt zusammen. Okay. Komm, hier lang. Diese Puppen, ne? Oh, warte, in dem Museum waren wir doch schon. Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Ja, da war etwas wirklich. Das war keine Einbildung. Wohin willst du? Wieso will sie da hin? Sicher, dass das klug ist? Ne. Ich bin mir dabei gar nichts sicher. Haben die sich aufgeteilt? Vielleicht gibt's einen Stein. Jetzt. Nicht? Jetzt. Der Kopf dreht sich. Ja. Oh Gott. Oh Gott.
Oh Gott. Untersuchen. Oh, ein Bild. Oh nein. Ich hoffe auf keinen Fall, dass sie stirbt. Scheiße. Ich will, dass sie am Leben bleibt. Bist du's? Taylor? Warte mal. Wir müssen hier lang, oder? Ja. Oder? Ah, ne, das neue Zimmer. Okay, ne, war nur das Taylor? Bild. Da, ich werde gar nicht ab 8, das würde mich nur verwirren. Taylor! Alles okay? Was oh Gott. Ist los? Tritt die Tür auf. Oh Gott. Das sieht auch so realistisch aus. Wieso sehen Spiele heutzutage so realistisch aus? Ich verstehe das nicht. Hä? Auf einmal geht die Tür auf. Oh nein, Taylor. Was war das? Die Stimmen. Ich habe mich selbst gesehen. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich. Hm. Ha. Jämmerlich. Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Mhm. Ja, yep. Yep, die dap, die dap. Habe ich das schon gelesen hier? Oh, verdammt. Nein! Okay, die Tür ist zu. Ich glaube, ich habe das schon gelesen, aber, oder? Ich weiß es nicht. Oh, nee. Heilige Bibel. Die habe ich noch nicht gelesen. Mann, das Spiel, wie geil sieht das da aus? Okay. Drei Elemente finden sich weit von ihren abgestammten Plätzen. Interessant. Danke für die Information. Feier ich. Untersuchen. Oh Gott, das Blatt sieht so alt aus. Okay. Nice. Okay, was haben wir hier in der Tür? Gehen wir mal rein. Geht's nicht, okay. Na super. Na super duper. Puh. Ah, doch, hier waren wir schon. Hundertprozentig sogar. Hier waren wir schon. Ich habe mich nicht erschreckt übrigens. Amy Lambert. Das haben wir schon. Wir können es ja quasi zweimal ansehen. Wieso? Das haben wir doch schon angesehen, oder? Ja, das haben wir schon angesehen. Das auch? Ja, ja, doch. Haben wir auch angesehen. Hm. Und hier war die Tür diesmal offen beim letzten. Komm diesmal schon. Ist sie auch offen. Da geht's lang. Hä? Wir sind zweimal an derselben Stelle? Das ist so verwirrend. Ich meine, ich werde alles dafür tun, dass Taylor überleben wird. Wollte ich nur kurz anmerken. Taylor muss überleben. Da gibt es keine andere Option. Oh, hi. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Bisschen. Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Das hoffst du bestimmt nicht. Ich glaube, er genießt es eher. Nice ass. Spaß. Ich kann Ihnen helfen.
Mit einem kleinen Tipp. Nein. Nein. Kein Tipp? Nein. Sie denken wohl, Sie lösen das Rätsel allein. Na klar. Es steht mehr auf dem Spiel als Leben und Tod. Hoffentlich ist Ihnen das klar. Es ist mir klar, ich habe doch keine Tipps. Von dir doch nicht. Ich weiß, was ich tue. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Gerne. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Cool. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Stimmt, sie ist nur ein Kind, das stimmt auch. Sind wieder auf der Straße. Vielleicht haben wir zum Schluss die Wahl, ob wir sie töten oder nicht. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Ich weiß echt nicht. Okay, ich mache jetzt eine Pause. Gleich geht's aber weiter für euch. Okay, weiter geht's. Ich bin wieder zurück. Ich habe gegessen. Finde, die anderen Studenten bleiben nah bei Daniel. Okay, ich erinnere mich. Die Frau, die aussieht wie ich. Warum wurde sie so behandelt? Naja, damals wurden Frauen halt so behandelt. Aber ich passe auf dich auf. Versprochen. Ja, das solltest du auch lieber. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie nicht stirbt. Ey, wenn sie stirbt, ne? Also schon Taylor. Klar. Aber nichts aber. Diese Nacht ist ein einziger Albtraum. Ich weiß, seit Taylor. Unfall. Ich weiß, ich weiß. Ohne dich wäre diese grässliche Nacht viel schlimmer. Wir sind füreinander da. Klar sind wir füreinander da. Du solltest lieber für mich da sein. Ich bin die wunderschönste Frau der Welt, okay? Was? Da geht's lang. Little Hope Touristenbüro. Interesting. Lass mal sehen, was da steht. Okay. Was? Öffentlichkeit, Bekanntmachung, Zwangsversteckung, Bankbesitz, Zutritt verboten. Okay. Na dann. Wenn dazu das verboten steht, dann gehen wir da auch nicht rein, richtig? Hallo? Oh, wir müssen da rein, kann das sein? Oh mein Gott. Was? Dieses Vibe Wo muss... Wo kommt das her? Folgst du mir jetzt doch, okay? Weiß nicht. Woher soll ich das wissen, Bro? Sehe ich so aus, als wüsste ich mehr als du? Schon wieder diese Krähen. Was ist das? Krähen sind echt interessante Tiere. Ziemlich mysteriös. Komm mal her! Was hast du gefunden? Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Du kennst dieses Muster? Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Hey, hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da, die habe ich hier drauf gemalt. Mit meinem Dad. Ich würde sagen, nichts ist gut, das stimmt. Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Sieht sicher nur so aus. Nur ein Zufall. Paranoid. Sehr paranoid. Jetzt hör mir doch mal zu, Mann. Diese Stadt kennt mich. Hey, hey, look at me. Look at me. We're getting through this, okay? Mhm. Together. Jetzt redet er vom Englisch. Oh Gott. Oh, nicht schon wieder. Dies ist nicht mein Werk. So helft mir doch. Ich bitte euch. Er hat Schuld an dem Ganzen. Helft mir, bevor es zu spät ist. Schweig jetzt, Weib. Oh, nur no. Der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Hört mich an. Ich tat nichts Unrechtes. Diese Puppe, sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Nichts weiter. Ehrenwort. Du stimmst dich nicht um. Wir müssen uns von deinem Übel reinigen. Um uns alle und auch dich vom Bösen. Der Typ wird Blut sehen. Musst du brennen. Bitte, oh Gnade. Gott. So haltet ein! Was sollen wir machen? Nein, nein, wir müssen sie retten. Bitte nicht. Nein, bitte! Oh Gott. Ich bete, Herr, für die arme Seele unserer Schwester. Wir können nichts tun. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen. Und das Kind schaut zu. Da ist übrigens der andere, Daniel. Er schaut auch zu. Ei, ei, ei.
Verstörend, sehr verstörend. Enorm verstörend. Diese Frau von eben. Das warst du. Das warst du. Das heißt, ich bin ein Ester. Könnte man so sagen, aber bleib erstmal ruhig. Ich pass auf dich auf. Ja. Versprochen. Danke. Bitte. Schön, dass du hier bist. Immer wieder gern. Ich bin gern für dich da. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Gute Idee. Daniel hat immer gute Ideen. Er heißt auch so ähnlich wie ich, deswegen. Aber das Mädchen hat gesagt, das liegt nicht an ihr. Wie vertraue ich dem Mädchen? Ich glaube nicht, dass sie irgendwas dafür kann. Aber wer kann dann was dafür? Also auch wenn es aussieht, ich wüsste, was ich tue, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt. Ja. Hey, verpiss dich gefälligst! Oh, verdammt nochmal! Oh Gott. Ach du Scheiße, was ist das? Rennen, verstecken. Verstecken. Komm schon. Ich glaube nicht, dass Rennen da etwas bringt. Oh Gott. Okay, Konzentration. Eins, zwei. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Okay. Bam, bam. Bam. Oh Gott. Oh Gott. Feier ich das gar nicht. Ja, wenn ich mich nicht einfach verdrücken würde bei dem Spiel, ne? Das wäre so geil. Okay, mein Handy muss aus meiner Tasche. Hat mich mega verwirrt. Was ist das? Was bist du? Schlag es! Los! Schnell! Oh shit. Oh shit. Heck, nice. Oh freak, ah, easy. Easy peasy, bro. Oh, ich hab meinen Fuß verstaucht. Oh. Hinrichtungsstätte. Jetzt ist sie dran. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh Bro. Was, es geht weiter. Oh Gott, Scheiße. Ah, okay, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Wie sieht das Teil aus? Oh no, jetzt ist sie wieder dran. Bei Taylor will ich auf keinen Fall, dass sie stirbt. Wieso habe ich das Gefühl, wenn ich auf keinen Fall will, dass jemand stirbt, dass die Person doch eher stirbt? Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay, was jetzt? Ah. Okay, X. Oh Gott, das geht so schnell. Das geht immer schneller. Jetzt wieder sie. Ah, oh. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt wird's knapp. Okay. Oh Gott. Ich habe mich nicht einmal verdrückt, Gott sei Dank. Hörst du das? Ist das Taylor? Taylor! Taylor, bist du das? Ja, das ist sie. Schnell, oh Gott! Lauf! Ich habe das Teil nicht mal gesehen. Ich sehe nur, das hat dünne Beine. Wie kann es so schnell sein? Hey! Heiz diese Biester sind uns her! Los, Alter! Komm schon, schneller! Hey! Lauf! Los, hier rein! Hä? Hä? Es kommt immer näher! Bam! Was zum Teufel soll das? Na, wir haben eine Waffe. Verrückt? Willst du dich umbringen? Los, hier rein! War das eine gute Idee, da zu schießen? Der Typ hat es nicht gesehen, ne? Der Typ hat das Teil nicht gesehen. Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Was? Was? Bitte? Nein, und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Sie ist noch nicht tot, Angela. Wer sperrt alle Eingänge, die Angela ist noch nicht tot, auf jeden Fall. Mist! Wir brauchen eine Barrikade! Okay, okay, nice. Ich habe so schnell gedrückt, wie ich es noch kann, Bro. Hey! Oh. Hey!
Kann man dem trauen? Ich vertraue dem nicht. Obwohl, warum sollte ich eigentlich... Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Besorgt. Soll ich ihn reinlassen oder nicht? Scheiße. Was immer er vorhat. Wir dürfen ihm nicht trauen. Soll ich ihm trauen oder nicht? Wenn du die Ruhe bewahrt und nicht auf ihn geschossen hättest, werde ihn nicht sein lassen. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Komm da raus und zieh mir ins Gesicht! Denk nicht mal dran, da rauszugehen. Würde ich auch. Du elendes Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schießen? Komm raus, Fackel! Ich werde das nicht öffnen. Wir müssen ihn loswerden. Wenn das Biest ihn hört, ergeht es uns schlecht. Oh Gott. Ich wollte nur helfen. Hey, ganz ruhig. Ich wollte nur helfen. Mhm. Hast du es nicht gesehen? Ja, wovon redest du? Hier draußen ist nichts. Das Ding hat schon jemanden getötet. Okay. Erzähl mir, was los war. Ängstlich. Ich weiß, es klingt total verrückt, aber... Ich traue dem Typen nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm traue oder nicht. Es hat uns verfolgt. Du musst mir glauben. Ja, das hat es. Und pass mit dieser Waffe auf. Er sieht nichts, oder? Er sieht nichts. Er sieht einfach nichts. Pass mit dieser Waffe auf, sagt er. Er dachte, wir haben auf ihn geschossen, weil er das Monster nicht gesehen hat. War nicht so schlau, mir das mit der Waffe zu verschweigen, ha? Wir leben noch. Ich weiß nicht, dass du sauer bist. Wir leben noch, oder? Noch leben wir. Aber nächstes Mal erwischst du vielleicht jemanden aus unserer Gruppe. Könnte sein. Professor? Andrew! Scheiße. Das war's. Jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da. Ja, das war sie. Oh Gott. Sind wir ihr sicher? Gibt es andere Einwände? Immerhin sind wir alle zusammen wieder. Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Oh Gott. Das gefällt mir gar nicht. Dieses Ding ist noch da. Und es ist genau neben uns. Da drüben! Oh. Sollten wir ihr folgen? Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Ja, das stimmt. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmerem bewahren. Okay. Na dann wollen wir mal. Die Tür, falls das Ding zurückkommt. Damn. Oh, das war das Haus, wo sie doch gestorben ist. Könnt ihr euch erinnern? War das nicht das Haus, wo sie gestorben ist? Ich glaube ja. Oh, das war die Leiter. Das muss das sein, oder? Oh, vielleicht. Nee, doch nicht. Am Anfang sind ja ihre Geschwister und alles gestorben. Kleiner? Ich weiß aber nicht, ob das jetzt dasselbe Haus war oder nicht. Okay. Wieder. Oh Gott. Was ist jetzt los? Wir sind wieder in der Vergangenheit. What the frick passiert hier gerade? Ich habe keine Ahnung, ob die unschuldig sein soll oder nicht. Oh Gott. Diese Worte schmerzen mich. Doch deine Bestrafung wird erfolgen. Für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Ich bitte euch. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Glaube ich nicht. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Achso, nee, okay. Das ist nicht Daniel. Der Typ, der jetzt wahrscheinlich getötet wird, ist Daniel. Das ist Daniel, okay. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Oh. Nein! Hä? Was sieht er? Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt!
Oh Gott. Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft. War es eine gute, ist eine gute Idee? Oh no. Oh. Der ist genauso gestorben wie der eine Typ am Anfang. Ich konnte nichts dagegen tun, ne? Ich konnte ernsthaft nichts dagegen tun. Interessant. Interessant. Sehr interessant. Er war genau hier. Ich. Obwohl es ihn halt nicht weiß. Ich war dabei. Konnte nichts tun. Du hast dein Bestes gegeben. Einfühlsam. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Das ist mich hart. Auch fertig gemacht. Danke. Wir haben es überlebt. Das stimmt. Nur das zählt. Das stimmt. Warum wollte diese Mary, dass wir den Tod ihres Bruders sehen? Das passt nicht. Wir haben irgendwas übersehen. Und na was? Weiß nicht. Als ich Mary sah, kam sie mir seltsam bekannt vor. Was? Mir auch. Als würde ich sie kennen. Was? Aber woher? Von wo? Da ist es! Das hat uns verfolgt! Es will uns in die Enge treiben! Das ist der Dämon, glaube ich. Okay. Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise. Ich wollte einen Witz machen, aber das wäre komplett unangebracht. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Dann war's das für uns. Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Mögen die das echt nicht? Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Gut zu wissen. Ängstlich, panisch, ängstlich, da ist. Panisch kann keiner gebrauchen. Hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Ich denke vieles gerade, aber ich bin mir nicht sicher. Wahl. Wir bleiben. Ja. Wir sollten weg, solange es noch geht. Das hier ist eine Falle. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Laut Mehrheitsbeschluss bleiben wir hier drin. Wir dürfen uns nicht wieder trennen. Nicht nach der Sache mit Angela. Nee. Gut, okay. Aber wohl ist mir dabei nicht. Okay, die gehen da rein. Kann man machen, natürlich. Kann man machen. Oh, finde einen Weg hier raus. Bleib zusammen. Werde ich machen. Immer schön zusammenbleiben. Dann wird alles gut. Na, ganz toll. Mehrere was? Okay. Machen wir das mal sauber hier. Was? Ein Name wurde wegge... Hä? Okay. Welcher Name? Da liegt noch ein Blatt auf dem Boden. Ich werde die mal aufheben und durchlesen. Beziehungsweise nur... What? Nur aufheben? Weil, oh. Das muss dieser Prediger sein, der hier überall auftaucht. Okay. Okay, dann hätten wir das auch. Ja, das sieht schon sehr aus wie eine Kirche auf jeden Fall. Ich meine, zieht euch mal rein. Wenn das keine Kirche ist, habe ich keine Ahnung. Oh. Kein gutes Zeichen. Oh Gott. Okay. Scheiße. Scheiß drauf, ich bin weg, ja. Hau bloß ab. Oh Gott, der Nebel. Was ist dieses Ding? Was ist dieses? Oh Gott. Versteck dich! Ich seh's ja nicht. Ich sehe das Gesicht nicht von diesem Ding. Wieder Herzklopfen.
Hast du nicht die Waffe? Wir bräuchten die Waffe, die du hast. Oh, damn. Fliehen stellen. Fliehen natürlich. Für ihn werde ich mich nicht opfern. Oh Gott, was ist los? Was ist mit deinen Ohren? Okay, jetzt kommt davon, ob er überleben wird. Ich konzentriere mich. Oh, Y. Auf einmal kommt Y. Wieder A? Ja, A. Gott, das klingt so komisch. Aber ist mir egal. Was jetzt? X. Okay, easy. Easy. Hä? Oh Gott. Scheiße. Daneben. Edgy Betty. Du kannst dich mal treffen, du Loser. Der Loser konnte nicht mal treffen. Was für ein Freak. Oh. Wo bist du? Taylor, komm schon! Gott, bis jetzt ist eigentlich niemand gestorben. Befehlt. Wir müssen jetzt was tun. Warte doch mal. Wir müssen ruhig bleiben. Nein, wir müssen Taylor retten. Ja. Das Teil sieht nicht so gut, ne? Taylor. Daniel! Taylor. Oh Gott, was ist los? Was? Bist du das? Ich kann nicht sehen. Oh no. Nach links gehen, nach rechts gehen. Immer nach links. Ihr dürft nicht vergessen, das ist die Regel. Bist du das? Immer nach links, weil ich links hinab bin. Oh Gott. Oh, das war die falsche Entscheidung, glaube ich. Das war's. Das war's, oder? Au. Das blendet ja mega. Bam. Ja, das würde ich auch tun. Das würde ich auf jeden Fall auch tun. Oh Gott, bist du hässlich, Alter. Maschinengewehr X. Danny, so hätte ich mich auf YouTube nennen sollen. Das wäre der bessere Name für mich gewesen. Maschinengewehr Danny. Klingt ein bisschen so wie der Rapper Machine Gun Kelly. Der Typ, der Beef mit Eminem hatte. Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Das wäre ein cooler Name. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Alter, ich bin so gut, ey. Ich bin so gut in solchen Spielen. Das ist crazy. Kurze Pause. Du bist alt, klar, brauchst du eine Pause. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Aufgebracht. Ich sag dir doch. Zusammenbleiben. Mhm. Und alles wird gut. So wie bei Angela, was? Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Wie, du weißt nicht genau? Ich dachte, du bist der Anführer. Okay, ich muss sagen, verstehe ich, dass du es nicht weißt. Ich weiß auch nicht, was ich da tun soll. Außer die richtigen Knöpfe drücken. Eine Weile ausruhen. Also nach links gehen war dieses Mal tatsächlich eine falsche Entscheidung. Ich muss es mal mit einer anderen Person noch spielen. Respekt. Schön wär's. Stimmt, die haben ewig nicht mehr geschlafen, ne? Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Ja, ich kenne das. Ich kenne das. Wie wir von hier wegkommen? Nachdenklich bestimmt. Wir müssen das Mädchen stoppen. Also, wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Sieht ganz so aus. Tja. Der beste, vielleicht einzige Weg ist, dass wir Mary stoppen. Das könnte sehr wohl vielleicht sein sogar. Hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Ich glaube, gute sie Frage. Verbindet irgendetwas ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Wo willst du denn helfen? Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen,
den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Wahrscheinlich. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Ah, wir müssen es versuchen. Was bleibt uns sonst? Ich würde nicht sagen, dass Mary böse ist. Ich weiß es halt nicht. Das schulden wir uns. Im Endeffekt ist sie ja trotzdem ein Kind, you know? Mary ist der Schlüssel. Ist sie auf jeden Fall, Noah. Wie soll ich sie töten? Soll ich sie umarmen? So einfach ist das nicht. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind. Das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Uns, nicht dich. Obwohl, dich will sie wahrscheinlich. Wir packen die Waffe raus. Okay. Warte auf freie Schussbahn. Wir packen die Waffe raus. 100 Pro. Keine Widerrede. Warte mal, ist das Monster vielleicht sie? Es hat uns fast. Knall das Biest ab. Ich will sich abknallen. Oh no. Das war der alte Mann, oder? Hab ich's erwischt? Das war der Mann, oder? Ist es tot? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh fuck. Nein, nein, nein. Es tut mir so leid. Das kann nicht wahr sein. Nach dem, was beim Museum passiert ist. Wie kann es sein, dass sie hier einfach so rumläuft? Ich hätte nicht geschossen, tatsächlich. Hätte ich die Option gehabt, noch hätte ich nicht geschossen. Weil ich wollte eigentlich so die Waffe hochhalten. Sagen, okay, du kannst die Waffe jetzt nehmen in deiner Hand. Dann dachte ich, okay, ich kann noch zielen davor und dann schießen. Ruhig, John. Aber ich hätte es nicht getan. Alles ist so abgefuckt. Ich hätte es nicht getan, wenn... Oh Gott. Ich dachte, das Biest kommt uns holen. Scheißding soll keinem mehr wehtun. Ich würde nicht sagen, dass es seine Schuld ist. Okay. Weg! Kann man nicht dagegen? Okay, ich meine, du willst nicht dagegen kämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Okay, erste tote Person. Seien wir mal ehrlich, wer hätte gedacht, dass ich das durchspiele, ohne eine Person zu töten? Eigentlich niemand, oder? Eigentlich absolut niemand. Oh. Ah. Alter. Jetzt warte doch mal. Ich glaube, das hat jetzt irgendwas in seinem Bein stecken, irgendein Speer oder so. Andrew, hey! Oh, die haben sich wieder aufgeteilt. Na super. Professor! Jetzt beginnt's da, wo alle sterben können. Jetzt geht's da los. Daniel? Taylor? So ist es leider immer. Oh, das war ziemlich knapp tatsächlich. Ich hatte gerade einen Mini-Lübser. Ich hoffe, dir gefällt's. Okay. Oh, das... Alter, jetzt wird's schwer. Hey. Jetzt wird's ohne Scheiß schwer. Scheiße. Jetzt wird's schwer. Wo seid ihr, verdammt? Oh, jetzt wird's richtig schwer. Weil jetzt geht's schneller. Dieser Kreis, der... Man hat nicht mehr so lange Zeit. Oh. Ich habe nur gesagt, ich werde immer die Leiche retten. Habe ich gesagt, also... Da gibt es ja so anscheinend mehrere, okay. Okay. Brrr, Maschinenpistole, Danny. Bist du wieder am Start? Brrr. Easy peasy.
Oder auch nicht. Ich mache anscheinend irgendeinen großen Fehler gerade. Wow. Wow. Oh Gott. Das war crazy, Maisy. Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Ich habe auch keine Ahnung. Nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Ist noch nicht vorbei. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Es hört einfach nicht auf. Es geht immer weiter. Was machen die da? Hä? Sind die dämlich? Ich habe das Gefühl, diese Monster haben nicht den größten IQ. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Mhm. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Wird einiges klar, aber noch nicht so ganz irgendwie. Okay. Was tust du da? Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Dass die Dinge. Ja. Und die Menschen. Ja. Nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. What? Drei Hinrichtungen. Drei gequälte Wesen. Und bisher eine verlorene Seele. Angela. Doch wie es scheint, sind sie sich selbst der größte Feind. Ich habe sie ja vor der Pistole gewarnt. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel? Nope. Echt, ich will kein Tipp. Ist, was da kommt. Hm. Ich kann den Typen irgendwie nicht leiden. Es ist so eine Hassliebe. Okay, wir sind Andrew. Haltet Ausschau nach dem Mädchen. Wie haben die überhaupt so viel Akku? Wir müssen sie stoppen. Mein Handy wäre schon längst leer. Die braucht einen Denkzettel. Recht hast du. Oder haben die Handys ja, ne? Vielleicht müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns selbst zu retten. Ich wurde erst nach dem Tod meines Doubles gejagt. Ja. Leuchtkäfer. Also, wenn die jetzt nicht mehr überleben können, nur weil ich die nicht damals retten hätten können oder wie auch immer. Ich meine, ich hätte ja eh nichts tun können, er wäre eh runtergefallen in seinen Tod. Die andere wäre eh verbrannt und die andere wäre eh ertrunken. So, ich konnte da nichts tun. Glaube ich zumindest. Schon wieder, okay. Und das geht wieder los. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Es quält dich, mein Freund. Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur um. Zu spät. Was soll ich es denken? Meine Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Glaube ich auch. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzt du unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihrem. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Mädchen scheint wirklich böse zu sein. Wenn man mich anhört, spreche ich. Das Mädchen scheint ja wirklich böse zu sein. Na super. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Was? Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Ja. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary.
Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Vielleicht sollte er das tun. Zweifle ich. Du traust mir nicht. Aber du musst aussagen. Erzähl ihnen von Mary. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Sah gegen sie aus. Ich glaube, ich sage, sah gegen sie aus. Ja. Es tut mir leid. Deinen Freund. Ich bin verzweifelt. Und sah gegen Mary aus. Die Vorwürfe, all die Toten. Wenn sie gelächelt hat. Das ist alles ihre Schuld. Du musst die Wahrheit sagen. Ein Fluch. Ihr seid wahrlich des Teufels. Du musst es verzauen. Dann eben nicht. Dann eben kein Verzauen. Ist okay. Akzeptiere ich. Hoffentlich stoppt das die Kleine und holt uns hier raus. Mal sehen. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht. Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Sie war nicht mal da. Mist. Was tun wir jetzt, Bro? Was tun wir jetzt? Da war Andrew Stubel. Er wollte Mary anklagen, weil sie nur ein boshaftes Kind sei und nicht mal eine Hexenjägerin. Das kann nur gut für uns sein. Kann das nur gut für uns sein? Oder ist es eine Lüge? Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren geschehen ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber ich fühle mich als Teil des Teams. Erklärung dafür macht keinen Find Sinn. Finde ich echt gut. Gar keinen. Passiert mir sonst nie. Ja, immerhin lebt Taylor noch. Ich habe heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von Geistern und Dämonen. Nee, heftig. Wir sitzen hier ernsthaft in der Scheiße. Klar, weiß ich. Ja, das tun wir. Ich raff den Ernst der Lage. Wir werden das überstehen. Hoffe ich. Ganz sicher. Danke. Bin grad einfach so nervös. Kann man nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Wir sollten los. Gute Idee. Scheiß auf diesen Ort und unseren dämlichen Unfall. Shit. Shit. Oh, das brennt. Oh, sie verbrennt auch so. Sie verbrennt auch so. Wie damals. Oh mein Gott. Scheiße. Jetzt verstehe ich. Soll ich drücken A? Oh Gott, dieser Kreis, der schneller zugeht, ne? Taylor! Jetzt stellen sie mich wirklich auf Probe. Taylor! Sie wollen meine Gaming-Skills testen. Bewegung folgen, Geräusch folgen. Geräusch folgen, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, weil ich links war. Taylor! Wo ist sie? Bist du's? Nee, weißt du? Halt dich fest! Und lass mich auf keinen Fall los! Ängstlich, hilf mir! Hilf mir! Lass mich los! Auf keinen ich Fall! Lass nicht los! Oh Gott! Okay, da, bam! Nochmal! Bam! Gott, das ist halt hässlich! Oh, jetzt sehen wir es! Das, was wir gesehen haben damals, wisst ihr noch? Das, was ich damals... Okay, schon wieder. Okay. Es geht jetzt um alles oder nix. Um alles oder nix. Um alles oder nix. Boom, 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 boom. Let's go! Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen weg, okay? Was zur Hölle ist das denn? Frag mich doch nicht. Wieso fragst du mich?
Oder ihn. Das ist echt anstrengend. Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Okay. Verlass eine Waldfolge in dem Fall. Bleib zusammen. Gute Idee. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Eine bessere Idee habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Okay. Wie gesagt, ich wollte Taylor am Leben lassen. Ich musste mich so hart konzentrieren. Vor allem, wenn das Y und A sich wechselt, dann... Zum Glück hat man ein bisschen Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Was ist da? Schon wieder das. Ist das die Puppe? Ich glaube, das ist die Puppe, oder? Was ist das für Geräusche? Wo lang gehen wir überhaupt? Das frage ich mich gerade. Oh Gott. Okay. Was ist da mit dem Biest passiert? Verblüfft. Weiß nicht. Voll der Albtraum. Was denkst du? Mir kam es so vor, als wollte es mich in den Wald zerren. Will gar nicht erst wissen, was da passiert wäre. Ich auch nicht. Dass wir Mary auch bald los sind. Nehmen wir selbstbewusst. Selbstbewusst klappt normalerweise immer. Selbstbewusst. Dein Dubel muss vor Gericht über Mary auspacken. Nur so können wir sie stoppen und diesen Albtraum überleben. Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Das stimmt. Nur eine Theorie. Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Das stimmt. Sehen wir uns um. Mich stimmt das alles. Oh Gott. Durchsuche das große Gebäude. Na dann. Ich mag es, Daniel zu spielen, weil vom Alter her würde er mir mal am meisten ähneln. Oh Gott. Okay. Das war nicht so ein geiles Bild. Oh Gott. Na gut, ich werde nochmal eine kleine Pause machen und bis gleich. Okay, weiter geht's. Ich hab noch gegessen. Ich komme immer noch meine Schokolade. Kein Eingang. Wie überall in dieser Stadt. Klingt aber nicht so geil. Ansehen. Okay. Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste gegen Fabrikschließung. Ich hätte jetzt, wenn die Schokolade ist und in eurem Mund, da ist so wie Speichel. Nein? Bitte sagt jemand ja. Oh Gott. Das wäre nicht so gut. Ja, dieses Spiel sieht so krass aus, ne? Oh Gott, das Spiel sieht so krass aus. Schaut mal! Ich schaue und... Hey! Sie kommen. Oh. Du entkommst ihnen nicht. Dafür werde ich schon sorgen. Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da. Der Typ sieht halt nichts, ne? Das ist das Problem. Spiele sehen immer realistischer aus und es ist immer schwieriger, sowas zu spielen, weil... Tja, hier drin war schon keiner mehr. Schon wieder, Alter. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ach, mir graut davor. Ob sie mein Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Das weißt du nicht. Sie sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Oh Gott. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Wird er sie jetzt verpetzen? Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Das stimmt. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fast das ist der Richter. Kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut.
Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Ist es so unschuldig? Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Ja. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Hab einen Pickel an der Lippe. Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Du. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Ja, was muss hier mit dem Kind passieren? Abraham? Es kann nicht sein, dass es da, eben, wo auch immer es ist, immer wieder Schwierigkeiten verursacht. Welchen Weg soll ich einschlagen? Mein Gewissen befiehlt mir, Mary anzuklagen. Doch der Gedanke daran betrübt mein Herz. Energisch, wir müssen. Du musst dem Richter die Wahrheit sagen. Das Kind ist böse. Es tut mir leid. Alle müssen das wissen. Es tut mir leid. Es könnte ein Fehler sein. Aber ich wusste es halt vorher nicht. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit. Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope erspar obwaltet. Erspar uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary hat mir gestanden, dass sie gelogen hat. Sie sah nicht, wovon sie sprach. Sah weder Hexen, noch Teufelsdiener oder Teufel. All das entsprang nur der Fantasie eines Kindes. Verstehst du den Ernst dessen, was du hier behauptest? Ja, werter Richter. Nun gut. Wir sind fertig. Mary wird bei mir bleiben? Bitte nicht. Angesichts deiner Aussage kann ich das nicht verantworten. Reverend Carver wird Marys neuer Vormund sein, so will es das Gericht. Ist es jetzt gut oder schlecht? Ist es jetzt gut oder schlecht? Erzählt mir alles. Habt ihr Andrews Double gesehen? Er war da. Er hat ausgesagt, dass Mary gelogen hat. Sie hat nur gelogen. Und jetzt? Wird sie wegen ihrer Lügen eingebuchtet? Naja, weiß ich nicht. Ich meine, das ist immer noch ein Kind, aber... glaube ich nicht. Wissen wir, dass wir was ändern können. Stimmt, die können was ändern. Das ist doch gut, oder? Was denkst du? Hat er recht damit? Ich meine, unsicher. Ich weiß selbst nicht, ob ich damit recht habe oder nicht. Aber ich raff nicht, wie wir oder sonst wer ändern könnte, was vor Jahrhunderten passiert ist. Das geht anscheinend. Eigentlich hast du ja recht, aber wir sehen diese Dinge. Sie sind irgendwie mit uns verbunden, also können wir sie ändern. Das stimmt. Was? Was ist da? Oh. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht sie raus hier. Na, dann geh du vor. Er konnte die Fabrik finden, einen Weg aus dem Gebäude. Oh Gott, das Spiel, ne? Das ist schon echt nicht ohne. Okay, gehen wir Treppen runter. Wo lang soll ich gehen? Okay, gibt's hier irgendwas, was ich anschauen kann? Bis jetzt blinkt nix. Okay, aber andere Sachen passieren. Siehst du das? Da, unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Sicher? Oh, da blinkt was. Ich warte nur auf Bling Bling. Ich bin wie so ein Rapper. Die mögen auch nur Bling Bling. Das ist schwer. Alter, das war ein guter Vergleich, wow. Beweg deinen Arsch und hilf mir. Was ist? Ich gehe hier hin, du da drüben. Okay. Dann schieben wir. Was ist da drin, ne? Gut. Und los! Wieso habe ich das Gefühl, die stürzen ein? Ich weiß nicht wieso, ich habe das Gefühl, die stürzen ein. Wow. Shit! Oder sag ich immer? Zum Glück ist das Spiel nicht abgestürzt. Oh oh. Daniel! Alles gut? Nee. Nee. Das ist grad so gar nichts gut. Hilfe!
Oh no. Hochziehen, angreifen. Ah, hochziehen. Okay. Ich glaube, das war eine relativ okay Entscheidung. B. Nice. Oh Gott. Was geschieht hier gerade? Ich habe mich nicht einmal verklickt bis jetzt. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Wenn ich mich nicht verdrücke, dann beruhigend und vorsichtig. Ich muss hier raus. Ich bin unvorsichtig. Ich muss sofort hier raus. Das stimmt. Komm schon, wir haben es fast. Perfekt, perfekt. Besser hätte es nicht hier sein können. Oh no. Oh, okay, schon wieder das. Meine Hände schwitzen ein bisschen. Wahrscheinlich Wechsel, ja. Y, Y. Wechsel? Ja, Y, Y. Gott sei Dank. Oh Gott. Okay, chill. B. B, 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 B. Hurricane. Hurricane. Okay, bam. In dein Face. Gott, bist du hässlich. Ich find's immer cool, dass man eine Vorwarnung bekommt. Oh, Freak. Okay. Okay, nice. Lauf, lauf, lauf. Andrew? Oh Gott. Daniel? Ja, die haben doch gesehen, was passiert ist gerade, oder nicht? Sag doch was! Gib uns ein Zeichen! Bis jetzt leben wir. Bis jetzt, los jetzt, bevor ist alles okay. Passiert. Okay, wir wollen nicht runterfallen. Ah, stimmt, sie hat ja immer noch ihre Beine und Hände sind voll angebrannt, weil das Teil hat sie berührt oder sie hat sich selbst berührt oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Wir sind wieder getrennt. Oh no. Nicht schon wieder. Das Teil ist so hässlich. Pech gehabt, Saftsack. Haha. Oh. Das ist Mädchen. Hey. Oh. Soll ich da lang? Ja, okay. Folgen wir dem Mädchen. Ich will mit ihr reden. Ich will, dass sie mir sagt, was hier abgeht. Wieder ein Bild? Ah ja, oder? Ne, ist kein Bild, aber das ist ja was anderes. So. Nice. Das ist gut. Okay. Wo lang gehen wir? Es ist ganz schön dunkel hier. Aber das ist eigentlich schon die ganze Zeit im Spiel. Das Spiel ist allgemein dunkel. Soll es auch sein. Es ist ja eine Art Horrorspiel. Okay. Was ist dort? Ha. Professor? Handgemacht? Professor? Ich will nicht nach dem Professor fragen. Ihr da! Andrew? Was? Daniel? Da bist du. Ja. Gerade so. Dieses Lächeln gefällt mir. Weiß aber nicht, wie lange mein Glück halten wird. Tja. Oh mein Gott. Dach, du wärst tot. Es wäre nicht so gut, wenn ein Lover tot wäre. Es ist noch da. Dieses Ding verfolgt mich noch. Ich frage mich, wieso sie das nicht sehen. Mary gesehen? Noch nicht. Was ist das? Oh,
Symbol? Das kommt mir bekannt vor. Von wo aber? Mir sagt das jetzt nichts, ehrlich gesagt. Vielleicht haben wir es in der Vergangenheit irgendwo gesehen. Von wo ist das Auto? Ich meine, damals gab es keine Autos, also... Oh Gott. Was? Das ist Hass pur. Okay. Was hat er getan? In der Hölle verbrennen. Kann ich noch mehr untersuchen? Oder war es das? Das war's, okay. Ich meine, ich wäre neugierig und würde mich fragen, was in diesen Kisten dort ist. Ich würde sie aber aufmachen. Oh, da ist das Mädchen wieder. Da im Nebel. Jetzt ist sie wieder weg. Was ist das? Das Mädchen ist das. Das ist das Haus, wo alle gestorben sind. Oder ist es das Haus dieses Mal wirklich? Ja. So, das ist das Haus. Was auch passiert, wachsam bleiben. Also eine Sache steht fest, wenn du sowas durchmachst, dann kommst du auf jeden Fall weise raus. Ich glaube nicht, dass das Mädchen böse ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Ah. Drum müsst ihr sterben. Hab ich so gesagt, Folter. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich ruhig. Doch wagt. Ist nicht meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Der Typ ist echt ein Freak. Wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Herren. Gott. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. Was haben die eigentlich mit den Teufeln die ganze Zeit? In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary, wir müssen das stoppen. Mary konfrontieren, er wird eh sterben. Fort von mir! Diese Puppe war die ganze Zeit. Seht, wie das arme Kind leidet. Joseph hält sie noch im Griff des Teufels. Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm. Zaudert nicht! Er bekommt doch eh schon keine Luft mehr. Little Hope hängt davon ab. Der Typ ist so ängstlich. Schon crazy. Ah, jetzt ist er noch wahrscheinlicher tot, okay. Scheiße. Eieieiei. Ich glaube nicht, dass wenn ich ihm geholfen hätte, dass er überlebt hätte, ehrlich gesagt. Okay. Seien wir ehrlich, solange ich eigentlich alles Richtige drücke, sollte niemand sterben. Eine Person ist zwar gestorben, aber das war ein Entscheidungsding. Okay, sind wieder zurück. Was war los? Sagt schon. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nope. John, weg da! Ein weiterkehren. Ich hab das Fliehen satt. Bist du verrückt? Mhm. Wir müssen weg. Okay. Komm her, du Biest, trau dich! Was ist passiert? Okay, da dagegen. Bam. Nice. Das ist ein Mann. Bam. Das sah nicht so magersüchtig aus. Bam. Attackier's. Sehr gut mitgeholfen. Und nochmal attackieren. Sehr gut, guter Schlag. Tut das weh, Drecksvieh! Ich hoffe doch. Das scheiß da hinten klemmt! Das ist so eklig. Okay, mit den Füßen treten. Los, hier rein! Das hat mich an The Walking Dead. Oh.
Oh. Los, hier rein! Wir müssen weg! Los jetzt! Lass mich zurück. Ja, hilf mir. Andrew. Weil ich habe eben damals gesehen, dass irgendwie sein Genick gebrochen wurde oder so. So schnell gedrückt, wie es geht. Ganz ruhig. Ist es weg? Ich sehe es nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen hier rausfinden, bevor das Biest reinfindet. Oh, okay. Sieht aus, als wär's abgebrannt. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht, ist das Motto dieser Stadt. Ist es das? Ja, ist es. Hausruine. Untersuchen. Oh. Okay, was bekommen wir dieses Mal? Hä? Wer ist das? Vorahnung, wer ist das? Wer war diese Frau? Ich kannte sie nicht. Oh, da ist doch wieder das Ding. Interessant. What? Das muss voll schwer sein, dieses Teil hier zu sagen, oder? Also finde ich persönlich. Na dann. Also ich hätte keine Lust, die ganze Zeit so einen Baumstamm auf meinem Rücken zu tragen, wenn ich ehrlich bin. Da hatte ich kein... Oh, das ist das Bild. Das haben wir schon gesehen. Da wäre ich... bisschen zu... Hätte ich keinen Bock. Mein armer Rücken. Oh, das ist ein Mädchen. Die Frage ist sie echt? Weil sie macht keine Geräusche beim Treppensteigen, was ich meine. Okay, warte, war da irgendwas? Ja, da ist was. Und? Swipey? Ja, das... Ja, ich erinnere mich. Ich habe das Gefühl, sie ist eher von einem Dämon besessen. Sie kann da nichts für, aber... Ich glaube, man kann ihr helfen, indem man sie angreift. Was anderes fällt mir nicht ein. Da ist nichts. Wir sind sicher. Hä? Okay, nein, so bin ich. Das war eindeutig. Oh no. Jetzt geht's richtig los. Jetzt beginnt die Party aber richtig. Okay, wir wollten die Treppen hochgehen, ne? Oder wo bin ich überhaupt? Hier? Okay. Ah. Da ist das Mädchen. Was war das? Bestimmt die Kleine. Suchen wir sie. Ist eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Da ist sie. Ist sie da? Was zur Hölle? Bleib hier. What? Ein Plattenspieler? Andrew. Oh, das ist jetzt das Haus.
Er weiß, dass ich dem Richter alles beichten wollte. Nein, halt. Schützt ihr mich? Oh, bitte. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich kann es nicht beschützen, es tut mir ich leid. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Ich glaube, wir sollten es zulassen. Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unständig. Ich glaube, ich muss es zulassen. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit! Das ist irre! Diese Leute haben den Verstand verloren. Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, ersucht diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. Carver ist böse. Wütend. Wir müssen das stoppen. Ja, ich. Oh mein Gott. Ich weiß doch nicht, was das Richtige hier ist. Bin ich ganz ehrlich. Man hat uns boshaft getäuscht. Die Wahrheit verborgen, doch nicht von Mary. Reverend Carver bringt uns dazu an, den Teufel zu glauben. Schweig! All dies ist sein Werk. Du täuscht uns nicht mehr. Deine wahren Absichten sind enthüllt. Ich werde diese Stadt vom Bösen befreien. Du machst einen Fehler. Du solltest nicht Carver anklagen. Denke ich auch nicht. Wie kann ich weiß, ich hab's getan, aber... ins Licht führen. Gott. Nicht Carver. Das ist nicht der Weg, glaube ich. Wir müssen Carver... Zerstör die Puppe. Wenn die Puppe böse ist, zerstört sie einfach. Und das war's. Der Reverend hat recht. Die Puppe ist schuld. Denn sie zog Mary in ihren Bann. Zerstört sie und Mary wird geheilt. Befreit von ihrem Fluch. Wenn Mary wirklich so im Bann der Puppe steht, sollten wir diese zerstören und sehen, ob das Kind entzaubert wird. Reverend, verbrennt die Puppe. Zerstört sie. Handeln wir nicht zu schnell. Das Mädchen muss für ihre Fehltaten büßen. Stellt meine Autorität nicht in Frage. Gehorcht mir! Oh Gott, jetzt sehen wir, was passieren wird. Oh, natürlich. Natürlich verbrennt alles. Was denn auch sonst? Du hast getan, was du konntest. Gib dir nicht die Schuld. Du kannst nichts dafür. Was passiert jetzt? Das ist übrigens das Haus. Das Haus, wo wir am Anfang waren. Ich denke, wir nähern uns dem Ende des Spiels. Ich wäre mir nicht so sicher. Ich glaube nicht. Was, wenn ich alles noch schlimmer gemacht habe? Unsere ganzen offenen Fragen bleiben wohl offen. Los, weg hier. Jetzt bin ich gespannt. Was ist? Alles gut? Geht's, Hunde? Die Kleine sehen wir wohl nie wieder. Das klingt aber sehr optimistisch. Einfach so rausgehen? What? Was? Was passiert? Okay. Ah.
Oh, und ich sehe ja dieses Ding. Das Teil geht so eklig, ne? Das ist so eklig einfach. Okay, jetzt wird wieder gejuckt. Jetzt wird wieder gedrückt. Oh, wow, wow. Unvorsichtig aggressiv aufgebracht, ängstlich. Gering, schätze ich. Er ist tot. Wieso? Er wird nicht sterben. Was? Was? Verblüfft, ängstlich, unvorsichtig, arrogant. Unschlüssig, hinterlistig. Also, der einzige Weg, wie wir hätten sie retten können, war in der Vergangenheit, es zu ändern. Hätten wir andere Entscheidungen getroffen und hätten wir in der Vergangenheit sie am Leben gelassen, dann hätten sie überlebt. Okay, also es gab keine Möglichkeit, um sie zu retten. Ich hätte so viele Knöpfe drücken können, wie ich will. Der einzige Weg wäre, indem ich in der Vergangenheit es anders gemacht hätte. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich da nicht so viele Entscheidungen treffen konnte. Und Sonnenlicht geht auf was? Was wäre passiert, hätte ich die Puppe nicht verbrannt? So viele Fragen. Hier steckst du also. Lass mich in Ruhe. Oh, der Typ. Ich habe alles verloren. Du hast alles verloren? Hast du Witze? Hau einfach ab! Geh weg! Hättest wegbleiben sollen. Was? Ich werde dir nie verzeihen, was du getan hast. Was? Da ist er! Da ist der verdammte Mörder! Was ist passiert? Was, Angela? Das war ein Unfall. Dachte, sie wäre eins der Biester. Sie wirken etwas verwirrt. Oh nein. Stimmt, er hatte ja meine Chance, habe ich mal vergessen. Deswegen dachte ich, er könnte sterben, weil er erschossen wird, aber weil er jemanden erschossen hat. What? Was? Was? Wir leiten den Verkehr durch Little Hope. Oh. Oh. Wie geht's, Kumpel? Oh. Sie wirken etwas verwirrt. Oh. Oh. Alles gut. Oh. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Da ist keiner. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Was? Der redet mit sich selbst. Hallo. Wie geht's?
Was? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Hä? Ja, witzig. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Hä? Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Was? Du solltest jetzt nichts trinken. Er ist der Busfahrer. Das ist keine gute Idee. Ich hab sonst nichts mehr. Er war die ganze Zeit der Busfahrer, aber ich check's trotzdem nicht. Das war nur Einbildung. Was? Was? Hey! Es war seine Einbildung. Du elendes Arschloch! Was? Du kannst auf mich schießen! Komm raus, Feigling! Hey, ganz ruhig! Ich wollte nur helfen! Hast du es nicht gesehen? Wovon redest du? Hier draußen ist nichts! Oh mein Gott! Sie kommen! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Wir sind der Erwa, der Busfahrer. What? Ah, wen hat er erschossen? Ich bin so verwirrt. Hä? Irgendwie check ich das nicht ganz. Ich versteh's nicht ganz. Es ist so merkwürdig. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. Wie? So ist das mit Dämonen. Bringt man sie nicht zur Ruhe, jagen sie einen für immer. Ein unglückliches Ende. Oder nicht? Je nachdem, was sie glücklich macht, nicht wahr? Und sie fanden ihn. Am Ende. Den Busfahrer. Ja, den fanden wir. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen. Ich bin trotzdem so verwirrt. Oh Gott. Auf Wiedersehen. Vielleicht im Südpazifik. Was meint ihr damit? Oder Arabiens. Oder ganz woanders. Okay. Doch wir sehen uns wieder. Ich denke auch. Zumindest noch einmal. Meint er bei einem anderen Spiel oder was? Ich glaube ja. Okay, ich werde das Video vorerst mal stehen lassen. Ich habe heute mega lang aufgenommen. Also, boah, das Ende hat mich echt sprachlos gemacht. Ich habe gar nicht mehr an den Busfahrer gedacht, ehrlich gesagt. Ein paar Mal kam er mir in den Kopf, aber dann nicht mehr, also. Okay, wenn ihr wisst, was das Ende zu bedeuten hat und die Frage ist, was sind die anderen Enden? Was passiert bei anderen Enden? Ich werde es wahrscheinlich niemals herausfinden. Normal auf dem Kanal würde ich das nicht spielen, also. Das war's fürs Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch für mehr solche Spiele. Abonnieren kostenlos. Falls du abonniert hast, dann geht die Glocke und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!